kommen. Das ist nicht Photoshop, was ich verwende. Das ist Sketchbook, was ich verwende. Nein, ich meine Leon, der soll sich da unten auf das Razer-Dings draufplatschen. Ich hasse meine Existenz, habe ich dir schon mal gesagt. Du sagst das jeden Scheißtag, Digga. Jeden Tag hittest du mich mit einer anderen Form der existenziellen Krise, Digga. Wie kann ein so kleiner Mann so viel existenzielle Schmerzen spüren? Du bist wie ein H.P. Lovecraft Hauptcharakter, Mann. Ich bin größer als du. Ja, trotzdem bist du dünner als ich. Das heißt, ich bin mehr Masse als du. So, starten wir. Hallo und willkommen zurück zur Azarius Show. Dieser Stream wird unterstützt von der Beispiele GmbH für DMs mit Aggressionsproblemen. Dieser Stream wird unterstützt von der Enterman GmbH. Los geht's. Ja, willkommen wieder zu unserem Stream. Wöchentlich, bis auf letzte Woche. Ich habe keine Ahnung, was ich zeichnen soll. Mann, mach nicht ein Du-Problem zu einem Ich-Problem. Keine Ahnung, zeichne. Kennst du das? Kennst du Friends? Die Serie? Nö. Zeichne nichts von Friends, bitte. Das ist super. Ich hätte einfach gedacht, dass du so Friends-like den Cast von, also dass du so den roten Terror zeichnest und darüber so anstatt Friends irgendwie, keine Ahnung, rot. Nein, warte, mach, ich habe eine bessere Idee. Zeichne den Cast von How I Met Your Mother mit den Charakteren. Ich kenne das auch nicht, ich guck diese Sendung überhaupt nicht. Ich bin Marshall und Gnorbit ist Lilly. Kannst du bitte einfach von Smash den Charakterauswahlmenü zeichnen, bloß halt mit uns? Den Charakterauswahlmenü? Also die dämlichste Idee, die ich je gehört habe, mach ich. Nice. Ich lasse so lange Revue passieren. Ihr habt seit letztes Mal endlich im Reich der Finsternis angekommen. Was? Nichts. Willst du boxen, dass du mich jedes Mal bei meiner Scheiß-Revue-Passierung hier unterbringst? Ich schwör bei Gott, das ist seit Punkt 1 so, dass jedes Mal, wenn ich sage, okay, ich erkläre euch mal, was letztes Mal passiert ist, kommt Enterman irgendwie so dazwischen und ist einfach Enterman. Ich soll einfach ehrlich mal langsam, ich lerne daraus auch nicht, sollte ich einfach mal muten, während ich rede, das wäre mal eine gute Idee. Ich kann mir also, ihr seid letztes Mal, ja, aber du bleibst nicht gemutet, ich kenne dich. Du entmutest dich und fängst da plötzlich an, auf jeden menschengemachten Instrument ever irgendwas zu spielen, einfach nur mich abzufangen. Beobachte dich. Also, letztes Mal seid ihr im Reich der Finsternis angekommen und hattet eure Audienz mit dem ersten Kurator, den Herr der Finsternis, den Edgy Edgelord, der halt literally vielleicht oder vielleicht auch. Bitte. Du bist vielleicht ein Edgelord, aber er ist der Lord of Edge. Er ist. Meister. Nein, also. Was unterbricht ihr mich jetzt? Okay, also. Jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße. Ach ja, er hat vielleicht oder vielleicht auch nicht Goldschild umgebracht und ihr habt ihn vielleicht oder vielleicht auch nicht gegessen. Welche der wahre Bösewicht ist, ist noch aufzudecken. Eigentlich ist Goldschild oder Goldschild Vater. Also, ihr habt die unglaubliche Aufgabe bekommen, einen der Generäle des ersten Kurators wiederzuholen, nämlich Prolin, den Unsterblichen. Oder wie ihr herausgefunden habt, Prolin, den, der definitiv kein Alkoholproblem hat. Hierbei habt ihr euch zusammen mit Casimir und Nocturnem, welche, wie sich herausstellt, eine Frau ist, sie verführen. Nach in die Stadt. Junge, du hast nichts auf Verführen und du bist ein fucking Vampir. Warte, Vampir, der nicht verführen kann, was bist du denn für einer? Hierfür seid ihr in die Stadt. Moment. Nordqual gereist. Und damit Prolin, der Nüchterne, mit euch zurückkehrt zum ersten Kurator, hat er euch eine Aufgabe gestellt. Ihr müsst das kristallide Dunkelbräu, ein sehr seltener Trunk, aus dem Haus des Bürgermeisters von Nordqual holen, wie es euch freigestellt, und es Prolin bringen. Nur dann wird er mit euch zurück nach Animus, aka der Hauptstadt von Nocturna, aka zum ersten Kurator zurückkehren. Okay. Ihr befindet euch. Ich hab ihn vergessen. Azari ist jetzt der Superkapitalist und kann sich durch Geld heilen, aber auch nur noch durch Geld. Ihr befindet euch auf dem Marktplatz von Nordqual. Ihr seht, also
ihr habt immer noch so eine kleine, nicht Menge um euch, aber die Leute schauen schon unauffällig zu euch, mitunter aus drei verschiedenen Gründen. A, Prolin ist gerade vom Haus runtergestürzt und lebt noch. B, fucking Azariel hat sich gerade mit Münzen geheilt, was ziemlich fucking weird ist, aber es gab weirdere Sachen. Und D, C, 3, Nummer 3, Eve hat gerade vielleicht oder vielleicht auch nicht an Kasimir Bomben verkauft. Leon, man hat es nicht gehört, aber als du gesagt hast, Prolin der Lüchterne, dann musste ich echt lachen. Schlechter Dank, aber ich musste lachen. Also, so, Jungs, ich habe eine Idee. Wie gesagt. Also, Eve okay, und, Eve und Kanakion, wie viel habt ihr auf Schleichen? Ich was auf Leichen? Null. Ich habe aber auch schon Schleichen. Schleichen. Ich habe Leichen verstanden. 60. Null. Oh. Weil du eine hast du auch nicht, ja? Aber ich habe auch noch eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir nehmen vor der Tür, treten sie ein, stürzen das Haus, schneiden Messer in den Hals, nehmen den Trunk und hauen wieder ab. Das ist einfach das Land des Stärkeren. Das wollen wir machen. Ich weiß nicht. So funktioniert vielleicht, dass Freunde von ihm die Stärkeren sind und uns zerficken. Wir sind der rote Terror Nummer 5. Ich kann nicht mal vielleicht meine Idee ganz kurz äußern. Ach, ich weiß nicht, dieser ganz große Drachen, den wir nur geschwächt haben, oder zufälligerweise, keine Ahnung, welche anderen Leute, die uns dann einfach vielleicht unter ein Kerblich aber mal wegfegen sollen. Also ich soll hier vielleicht nochmal anmerken, danach kannst du deine Idee äußern, Enterman. Schein hat recht, es gilt das Recht des Stärkeren, was heißt, dass ihr total legal hier jeden umbringen könnt und alles an sich machen könnt, was ihr wollt, wenn ihr damit durchkommt. Zum anderen soll ich hingegen anmerken, er ist Bürgermeister, das heißt, irgendwie muss er da hingekommen sein. B, es gibt Wachen in dieser Stadt, was halt Bro, ganz kurz, komisches Zeichen ist. Und warte, C, Paddy ist auf ein HP. Kleiner Hurensohn. Nicht so ein Schiff. Wir haben bereits mit 4 Königen der Unterwelt angelegt. Ja. Ihr habt gegen 2 von ihnen gekämpft. Komm mal runter. Und wir haben einen abgegeben, weil ich die Seelenbunden habe. Du verstehst doch diesen Unterschied zwischen einem Bürgermeister und einem General. Da liegen ein paar Welten zwischen. Einem General? Wir haben keine Generalen getötet. Digga, ja, ihr habt einen Buchhalter und einen Autisten geschlagen, das ist unvergleichbar. Kann ich jetzt bitte ganz kurz einmal ausreden? Und um die letzte Sache nochmal anzusprechen. Das ist meine Existenz. Um die letzte Sache nochmal anzusprechen. Paddy hat sehr niedriges HP. Hat er kein Blut mehr? Er hat nur 250. Also nein, seine letzte Blutreserve hat er aufgebraucht und er wurde von Vampirjägern ein bisschen hops genommen. Das heißt, wenn ihr halt die Offensive ergreifen wollt, müsstet ihr das in Betracht ziehen. So, kann ich jetzt bitte meine Idee äußern, die vielleicht ein bisschen mehr sneaky ist? Okay, ich habe aber vorher noch mal eine Frage zu... Ja. Also er ist ja ein Vampir, das zählt, er ist Essen und Toter, oder? Ja, nein. Das heißt, nein. Nein, ist er nicht. Also, nein, an sich ist er, also an sich ist das eine Krankheit, er zählt jetzt nicht unbedingt als Untoter. Achso, okay. Man könnte ihn klassifizieren als das, aber er ist jetzt nicht so der typische Untote, der wieder auferstanden ist, weil das würde das ja beinhalten. Dann hab ich doch keinen Plan. Also, ich habe mir überlegt, wie wir ja wissen, mag das Reich der Finsternis oder sind die teils sehr fasziniert von Alchemie und was man vielleicht damit machen kann und so weiter und so fort. Also, Leon, das Haus des Bürgermeisters, ist das in der Nähe vom Marktplatz? Ist das direkt daneben oder? Das ist relativ zentral am Marktplatz. Okay, passt auf. Also der Markt baut sich quasi so davor auf. Ich und Martin oder irgendjemand halt so, wir werden mit, ich werde manche Alchemie-Kunst anwenden, eine Scheiße machen, eine Mauer bauen oder so, DDR starten. Lässt du denn die Mexikaner zahlen? Ja, okay. Währenddessen, und dann versuchen wir eben auch den Bürgermeister und die Bürgermeisterhaus rauszubekommen. Danach schleicht sich Eve einfach sneaky, wie sie ist, in das scheiß Haus rein, holt den Dreck und wir beenden unsere Aufführung in Anführungszeichen. Vorstellung, Ende. Das eigentlich voll der Stonks-Plan. Ja, also wenn wir ihn rauslaufen wollen, dann... Alles voll überrascht, dass aus Ariel einen Plan hat. Ja, oder? Aber Chaos anwenden! Nein, um Gottes Willen! Willst du wirklich Chaos anwenden? Willst du wirklich Chaos anwenden? Nein. Okay. Doch, ich möchte bitte erstmal nochmal versuchen, kurz aus dem Buch Seelentauch rauszuziehen. Okay, das erschwächt dir wieder um 30, weil wie gesagt, Nekromantie-Buch ist nicht dein T. Ja. Das heißt, eine 60 oder höher wird... Okay. 91? Was? Ich hab 90. Achso, ich dachte, du hättest einfach aus Prinzip 91 gesagt. Also eine 60 oder niedriger wird verlangt. Leck meinen Arsch! Schlägt fehl. Du kommst doch immer nicht wirklich aus der Nekromantie,
raus, so. Ich heul einfach. Gut. Okay, was? Du heulst einfach? Ja, nein. Also, okay, pass auf. Wir brauchen eine gute Position. Vor dem Bürgermeister stehen da Wachen. Ja, so zwei, aber das sind mehr so Patrouillen, die so halt den Markt so ein bisschen da hin und her laufen. Okay. Halt in der Nähe des Bürgermeisterhauses, um das Ausschau zu halten, dass jetzt nicht gerade jemand da reinrennt und alles in den umbringt, aber die halten halt mehr so Patrouille. Okay. Yves, du versuchst jetzt so nah wie möglich an das Haus ranzukommen und suchst mal Eingänge. Aber bitte ein bisschen, zeig am besten. Unauffällig. Genau. Gut. Also einfach auf schlechtes Würfeln. Da. Ja. Einfach, also du musst an sich nicht, wenn du jetzt einfach nur die Ausgänge auskundschaftest, würde ich dir jetzt einen Skillcheck ersparen. Aber wenn du jetzt halt wirklich meinst, okay, ungesehen um das Haus herumschleichen möchtest, dann würde ich dir halt einen Skillcheck geben. Gut, dann checkst du das mal aus, ne? Ja, okay. Einfach nur durch. So, okay. Wir brauchen irgendwie eine zentrale, wir brauchen eine zentrale Position am Marktplatz. Das heißt. Erstmal. Ja. Yves, du gehst um das Haus herum. Ach, ich geh spazieren, okay, wir machen nur was. Also. Cupid, du siehst halt natürlich den großen Vordereingang, das sind so zwei, ist so eine massive, ja, Eichendoppeltür. Du gehst so einmal um das Haus herum, das ist nicht ein sonderlich großes Haus, vergleichsmäßig, aber es ist halt so ein Doppeletagenhaus, was halt im Vergleich zu den anderen halt schon ein bisschen pompöser wirkt, hat halt einen Balkon, alles mögliche. Der Balkon ist halt auf der Seite des Marktes, wenn du einmal rumgehst hingegen, siehst du dort eine Hintertür, welche halt so typisch dafür ist, im Hinterhof steht noch so ein Brunnen. An der Hintertür unterhalten sich gerade zwei Wachen, die halt so da anscheinend irgendwie Pause machen oder Wache halten, das kannst du jetzt nicht ganz erkennen. Okay. Okay, pass auf, ja. Enter mit Plan. Wir fangen jetzt... Halt doch einfach deinen Scheißmaul. Am besten fangen wir damit an, dass wir eine gute Position finden, um unsere kleine Aufführung, sage ich jetzt mal, zu starten. Okay. Was bräuchte ich denn? Holz und Stein, sind die da anwesend oder muss ich dir aus irgendwas rausreißen? Also Stein ist der Boden, der quasi so mit so Stein gemacht ist quasi. Holz ist da jetzt mehr oder weniger nur an den Häusern und so an nahegelegenen Bäumen oder so. Aber der ist okay, jetzt nicht so am Boden mit angebracht. Aber ich kann aus von den Bäumen das ziehen. Kannst du an sie machen, aber die Bäume stehen nicht direkt am Marktplatz, sie stehen mehr so am etwas weiter davon entfernt. Also es gibt keinen zentralen Baum da am Marktplatz. Okay. Es gibt aber Händler, die da halt zum Beispiel Holz verkaufen, wenn du darauf hinaus möchtest. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen einkaufen. Ich kann kein Geld mehr ausgeben, weil sonst sterbe ich einfach. Du hast auch, wie viel nur? 513. 13, ja. So. Was immer noch ein sehr schlechtes Zeichen ist. Norbert, du kommst jetzt mit. Okay. Wir gehen jetzt erstmal so ein paar. Okay, ich möchte mit Knobbit. Ist das einfach ein Allgemeinwarenhändler? Da sind so Marktstände, einer auf denen. Und einer von denen verkauft halt so Holz, was halt so zu Feuerholz oder sowas verwendet wird. Okay, dann gehen wir dahin. Also an den Ständen wird halt nur das Nötigste, so Essen oder halt eben Brennstoff oder sowas verwendet. Okay, dann gehen wir jetzt dahin. Okay. Ist so ein etwas älterer Herr hinterm Tresen, der hat halt so Holzscheide, die er verkauft. Zu halt so größere Holzscheitel, ganze Stümpfe, so. Sowas halt. Okay. Wie viel bräuchte ich denn, wenn ich jetzt einen Stuhl und einen Tisch machen wollen würde? Ich würde sagen, so ein Stumpf oder so. Wobei, zwei Stümpfe so. Okay. Mit den guter Herr. So. Ich sehe, Sie verkaufen Holz. Wie viel würden denn zwei Holzstümpfe kosten, der Herr? Zwei Holzstümpfe, du. Da würde ich dir schon so 20 Goldmünzen für abverlangen. Sagen wir. Kann das überhaupt so ein schmächtiger Junge wie dir, wie du tragen, oder brauchst du da Hilfe? Ich hab ja Knorbel. Was? Sagen wir 15 Münzen. Nein, hör auf, das ist ein alter Knacker. 15 Münzen? Jüngchen, hör mir mal zu. Zu meiner Zeit, da musste man noch für solche Dinger 10 kaufen. Das ist alles die Wirtschaft. Jetzt kostet das 20, ich muss auch meine Rechnungen bezahlen.
daher. Ach ja, 20 und heutzutage kann ich auch verhandeln würfeln. Ich möchte bitte mit meinem Essstift in meinem Auge ausstechen. Wir sind nicht in der Linkfeed und das Ziel gibt's gerade erst. Wir brauchen jetzt 2 Stunden für diese Mission. Also, erschwerst dir um 10, weil der Typ halt so ein bisschen alles. Wie viel hast du nochmal auf Handeln? Bruder, ich will das nur günstiger für dich machen. Ich will ihm mehr geben, alter Knacker! Der hat nichts mehr in seinem Scheißleben, wahrscheinlich hat er nicht mehr Familie. Du persönlich kannst gerade nicht bezahlen, weil du hast 13 und er hat 20. 513. Wo hast du 513? Ich hab mir 1000 gegeben. 500 für jetzt. Ach, 500 stimmt, für stimmt, später. Stimmt. Ja, okay, beruhig dich, Gott. Mein Gott. Ega, Mann. Du brauchst Geld, um wortwörtlich am Leben zu bleiben. Ich will es günstiger für dich machen. Ja, und du sagst, gut, okay, nein, ich will ihm mehr geben. Okay. Ja, das ist ein alter Herr, der hat wahrscheinlich keine Familie, okay, er hat keine Kinder. Dann scheiß drauf. Danke, danke. Ich schuld dir was. Dann stirb halt arm. Du solltest mir gar nichts. Du verstehst es nicht. Nein, du verstehst es nicht. Ich sterbe. Der alte Mann guckt so zwischenweise hin und her. Willst du erst noch die Stimme haben oder nicht? Du verstehst nicht, Herr. Ich sterbe nicht arm. Ich sterbe, wenn ich arm bin. Ich höre dich nicht mehr. Margaret! Margaret, die Kundschaft redet wieder über den Tod. Das ist kein Laden. Ist egal, ich geh weg. Achso. Dann bin ich schon draußen, dann habe ich auch immer Ärger mit diesen jungen Havanern. Du hättest so sagen sollen, so, ja, ich mache metaphorische Tür auf und knall sie zu. Nein, das ich gehe einfach weg. Okay. Ich gehe einfach weg, ich sage nichts, ich gehe einfach weg. Dann bitte 2 Stümpfe, guter Herr. Ach, die wollen sie jetzt auch noch kaufen, endlich mal. Ja. Das macht 20 Goldmünzen. Ja, gib ihm 20. Der nimmt so diesen Beutel und erzählt so Münze für Münze. Oh, er ist alt. Er hätte nicht so lange gebraucht, wenn er nur 15 gewollt hätte. Ich erinnere mich noch an früher, als der König Septim auf dieser Münze drauf war. Warte mal. Ich glaube, das war nicht mal sein Name. Oder er fängt einfach weiter an, so alte Geschichten zu erzählen. Du kannst die Blöcke nehmen, wenn du möchtest. Ich nehme mir diese 2 Stümpfe mit in mein Inventar. Ich halte sie in die Luft und dann sind sie auf einmal weg. Ey, der klaut! Stabachen stürmen dich einfach auf. Stopp. Ich nehme jetzt Cooper hier und werfe ich halt das Holz zu ihm so. Nimm. Einfach aus Prinzip klatscht das Ding einfach auf Cooper drauf. So. Es liegt so Winston gegen den Kopf. Oh Gott. Winston, wie ist deine Meinung dazu? Mann erinnert mich an mich. Früher. Okay. Auch ich habe mein Leben gehasst. Es hat sich nicht sehr viel seitdem verhindert. Aber Winston, sie hassen ihr Leben doch immer noch. Ich hab mich bei irgendwie doppelt. Ja, das hat der Jäger in der Tasche. Ricola. Okay. Gut. Also ich gebe das jetzt Cooper, dann hat er das. Wundervoll, neben den 250 Kohlköpfen, die da noch drin sind. Weil er hat nicht genug mitgegessen. Norbert hat einen Teil davon gegessen. Also, okay. Einen großen Teil. Gut, dann gehe ich jetzt zurück zu der Gruppe. Jungs, einer von euch muss mir, weißt du was, ihr helft mir jetzt, ja? Kanakion, du bist ein guter Businessman, kommst mit. Martin, Gnorwitz, du bist super, kommst mit. Ja, Peter, hast du auch Bock? Klo. Gut, Jungs. Also, Kanakion, du musst das irgendwie profitabel für uns machen. Wollen wir wirklich Eve ausschließen? Wollen wir jetzt schon irgendwie das mitnehmen? Also Eve ist auch gerade gar nicht da, die ist noch beim Haus. Außer du wolltest jetzt zurückgehen. Nein, Eve weiß ja. Wir werden jetzt diese Veranschaulichung von Alchemie. Man geklopft? Okay. Wir werden jetzt diese Veranschaulichung von Alchemie veranstalten und Eve wird währenddessen dann ins Haus einbrechen. Das weiß Cupid ja, auch. Stimmt. Ich bin ein bisschen lost heute. 1000 Kunden, Was? Nee, ich bin auf Stadio Valley. Achso, ich dachte, du meinst irgendwie egal. Gut. Also wir gehen jetzt so am Hauptplatz und ich mach so einen kleinen Showman so. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte euch heute ein bisschen die Kunst der Alchemie präsentieren. Und. Jeder ignoriert dich. Also ich meine, die Leute gucken schon ein bisschen zu dir, weil du gerade die Opportunität aufnimmst. Also so, was will der Elf da? So. Fangen wir mit etwas Simplem. Und ich erschaffe aus dem Boden eine richtige Mauer raus. Würfeln einmal auf Alchemie.
Wenn du es jetzt verkackst, dann spiel mich in den 90 oder niedriger, komm. Oh, danke. Okay. Ja, du baust eine Wand aus dem Boden heraus und die Leute gucken da so, oh, wow, oh, ist cool, der hat eine Wand. Du bist auch gleich so ein Typ, der so, wer macht das wieder weg? Okay, gut. Also, ja, du hast jetzt ein bisschen so die Aufmerksamkeit der Leute, die gucken schon ein bisschen dahin. Ist das so nichts allzu krasses, weil du einfach eine Wand gebaut hast, aber die gucken schon zu dir? Aber nicht nur das. Ich kann auch das und ich möchte es einfach einen kleinen. Ah, scheiße, ich hab das Falsche gesendet. Einen kleinen Steingolem erschaffen. Okay. Löschen. Ich muss mir noch einen Baum kaufen. Schaffst du? Okay, es erhebt sich dieser kleine Golem aus dem Steinasphalt und alle so, oh, wow! Lebt mal wirklich, Azariels! Warum sind da vier Azariels? 1, 3, 4. Eigentlich sind da zwei! Ein Vierjäger mit der Blutkappe. Gut, okay, machen wir weiter. Was sind bitte vier Azariels? Ich sehe nur zwei. Das ist ein. Also, wie gesagt, der Golem ist da schon, also der Golem steht da schon, die Leute sind da schon ziemlich begeistert. Die Wachen am Haus sind da jetzt mittlerweile auch so, ey, guck das mal an, guck dir an, was der da macht. Müssen wir da aufpassen. Also, meine Damen und Herren, dieser Golem ist zwar nützlich für zum Beispiel das Tragen schwerer Gegenstände. Allerdings ist dieser Golem einem Zweck, Ui, ein Kommentar, Hallöchen. Dieser Golem oder generell Golems, die ich erschaffe oder auch sie erschaffen können mit Alchemie. Das ist ja so schön. Sie können kämpfen. Ich werde es nicht demonstrieren, weil ich hier friedlich sein möchte. Du hörst so Pronen aus der Menge so, einmal kämpfen gesagt! Er kommt da so durch die Menge vorgetorkelt und guckt zu diesem Golem. Willst du kämpfen? Ich polier die Fresse! Warte, ich will zu ihm gehen und ihn ein bisschen beruhigen und sagen, nein, das ist ein Showkampf. Azariel wird nicht noch einen zweiten Golem erschaffen und die kämpfen dann gegeneinander. Du kämpfst hier nicht. Ich will ihn ein bisschen beruhigen, weil ich glaube, dann wird. Warte mal. Sehr ich soll cool. Was machen? Er schafft doch einen zweiten Golem und lass sie gegeneinander kämpfen. Dann, ist das dann nicht illegaler Golemkampf? So, meine Damen und Herren, um diesen Kampf zu demonstrieren, werde ich nun einen zweiten Golem erschaffen. Ich hab jetzt einfach so gesagt, dass du das machst, einfach um ihn zu beruhigen, einfach nur damit er sich das zum Angucken hat und damit er selbst nicht zerstört. Fucking Genie an der Stelle. Ja, du baust einen zweiten Golem. Möchtest du sich gegenseitig bekämpfen? Meine Golems, hört auf mich! Ihr werdet euch gegenseitig bekämpfen. Allerdings werdet ihr niemanden, keine einzige Person dieser Menschenmasse oder sonstige Lebewesen verletzen. Außer euch selber. Viel Spaß. Die Golems fangen schon an zu kämpfen. Die Leute sind da so, einige sind so, wow, das ist krass, Digga, die Steine schlagen sich. Und die Wachen vom Haus, also einer von den Wachen vom Haus geht da hin und feuert das an. Die andere Wache geht so nach hinten durchs Haus, einmal zur Hintertür und redet so mit den anderen. Ey Leute, ihr werdet nicht glauben, was da draußen los ist, Digga. Dieser Typ, er hat einfach Steine lebendig gemacht und jetzt schlagen die sich. Und der andere guckt ihn so an, er so, Steve, laber nicht wieder Scheiße. Das ist wie das eine Mal, wo du uns erzählt hast, dass zwei Drachen auf dem Hauptplatz kämpfen und dann waren es in Wirklichkeit einfach nur zwei Hunde, die du grün angemalt hast. Ey Leute, wirklich, diesmal, es ist, die schlagen sich gegenseitig, ich schwör auf alles. Ich gebe euch ein Bier aus, wenn ich falsch liege. Also. Okay, ein Gratisbier sage ich nicht nein. Und die gehen so nach vorne. Also das sind jetzt, alle Eingänge sind jetzt frei. Okay, das war ja der Markt. Nein. Ich bin jetzt wieder da. Du musst jetzt einbrechen. Ich hab dir gerade rausgespielt. Warte, ist der Bürgermeister im Haus? Also du hast ihn noch nicht rausgehen sehen. Also cool. Wer ruft mich denn jetzt an? Was gibt's denn, Papa? Mein Sohn, komm mal raus und sieh dir die Gasleitung an. Tschüss. Also, da kämpfen Golems draußen. Also, bin ich jetzt Eve, noch im Anruf oder nicht? Warte mal kurz. Eve, es sind jetzt keine. Ja, du bist. Weiß ich Nein. nicht. Also, warte. Eve, wir sollten vielleicht noch warten, bis der Bürgermeister rauskommt. Meine wäre zumindest ein bisschen. Eve, so. Du hast jetzt die Möglichkeit reinzugehen, wenn du möchtest. Also, wir sind keine Wachen mehr. Versteck also, dich drin! Ohne einen Schleichen-Skill hast du die Skillcheck hast du Möglichkeit reinzugehen, weil. Versteck dich!
Ja, am besten wäre es erstmal reinzugehen und dann verstecken. Klar, das hab ich auch gesagt. Okay. Dankeschön. Du gehst rein, du findest dich in einer Küche wieder, welche halt so eine kleine Gabelung in so einem Wohnbereich hat. Leute. Komm schon. Ja, also, du findest dich jetzt in der Küche wieder und du hast die Möglichkeit. Junge! Junge! Warum ist das jetzt? Du findest dich in der Küche wieder und du hast die Möglichkeit, jetzt in den Wohnbereich zu gehen. Oder du bleibst halt dort in der Küche. Goddammit, schon wieder. Cupid, schau mal nach. Im Wohnbereich kannst du an sich durch die Tür schon reingucken. Du siehst, dass da eine Treppe nach oben in die zweite Etage ist, wo dann wahrscheinlich die Schlafgemächer sind. Aber im Wohnzimmer partout siehst du jetzt gerade niemanden. Oh nein! Okay, gut, Eve, ich würde sagen, nein, das musst du entscheiden. Sei einfach nicht. Ja. Am besten wäre es im Wohnzimmer ist auch, ja, stimmt, da ist keiner. Wenn du dich da versteckst, kannst du wahrscheinlich auch hören, wenn er rausgeht, so. Ja, ja. Soll ich machen, was siehst du genau im Wohnzimmer, so Möbel, ist das wie ein einfaches Wohnzimmer? Ja, weiß schon, Flatscreen-Fernseher, es ist ein ziemlich, also für den Stand entsprechendes Zimmer, ne? Du hast so innen Holzverkleidungen, es hängen so ein paar Jagdtrophäen an der Wand, ein paar Gemälde. Hat eine sehr gute Einrichtung, wird auch sehr gut in Stand gehalten. Also man merkt, dass das Zimmer von jemandem ist, der eher am höheren Stand lebt. Ich glaube, die Frage war eher, ob sie sich irgendwo gut verstecken kann. Ja, zu der Couch zum Beispiel. Also, es gibt nicht wirklich sowas wie eine Couch, aber du könntest dich an sich in einen Schrank verstecken dort. Oder halt hinter verschiedenen Möbeln oder so, wie zum Beispiel halt eine Bank oder sowas. Versteck dich dort, wo es am unauffälligsten ist. Warte mal, wo fällt? Oh, nicht. Oh Gott. Ja, wo sollen's? Ja, das müssen wir ganz fake. Mach einfach, was du denkst. Das schaffst du. Am besten im Schrank erstmal, ja. Okay. Um zurückzukommen. Ich will jetzt den Bürgermeister. Ja, ich weiß nicht, ob ich darauf überhaupt. Ah, Scheiße, das ist tatsächlich geschrieben. Machen muss. Geschlossen. Ich glaube, ich lasse den Schleichen-Skillcheck hier einfach weg. Du versteckst dich im Schrank, weil da macht es jetzt keinen Sinn. Das könntest du schwer verkacken. Du versteckst dich in den Schrank, es stellt sich raus, dass es mehr so eine, da drin hängen halt so ein paar Schwerter runter, da drin werden dann schnell Waffen aufgebaut. Also du musst ein bisschen vorsichtig sein, dass du dich ja jetzt nicht heranlehnst, okay. Aber du kannst dich da drin einfach verstecken. Aber würdest du jetzt zum Beispiel eine schnelle Bewegung oder sowas machen, würde man das hören, weil irgendwas davon runterfällt oder klirrt oder sowas. Jo, ich mach mal eine schnelle Bewegung. Langsam. Nein! Die ganze schnelle Bewegung. Du bist jetzt drin. Draußen okay. Tobt weiterhin der Kampf. Die Golems zerschmettern sich gegenseitig brutal. Die Leute jubeln denen zu. Die fangen an, Wetten zu machen. So 7 auf den Linken. Nein, der Rechte macht die fertig. Das ist das Beste, was diesem scheiß Dorf hier passiert ist. Irgendwo ruft noch irgendein so Typ dazu: Wer Frohnen da rein? Und das, es geht zu so einem richtigen Tumult raus und allmählich hörst du, Eve, wie der Bürgermeister, oder, also, es kann nur der Bürgermeister sein, aber wie jemand die Treppen bei dir runtergeht und aus dem Haus rauszuschreiten scheint. Der steht jetzt so vor der offenen Tür. Guckt es aus. Was ist denn hier los? Das ist so ein Mann, der ist eher so groß gebaut, hat einen graueren Bart, ist aber auch eher breit gebaut, also man sieht, dass er definitiv kämpfen kann. Hat auch noch so ein Monokel, weil Monokel geil sind. Er schaut da so hin, er drängelt sich so ein bisschen durch die Menge, schaut so die Golem-Kampf an, also, was ist das denn? Eve, mach dein Zeug, mach also, deine Magie. Ja. Also, er ist jetzt raus aus dem, also komplett aus dem Haus jetzt erstmal. Ist oder? Er ist komplett aus dem Haus raus? Okay, nee, die Tür ist noch offen. dann müsste ich mich trotzdem schleichen dann. Also, ich würde dann jetzt einen Schleichen-Skill-Check machen. Okay, ja, dann. Aber halt, also vereinfacht, weil die halt alle draußen rumschreien. Ja, eigentlich. Nein, nicht, weil die draußen rumschreien, das macht keinen Sinn. Ich meine halt, weil man kann ja durch die Tür reinschauen, aber die gucken ja alle gerade in die andere Richtung. Also ich würde es dir halt um 15 vereinfachen, das heißt 75 oder niedriger. Ah, schaffst du. Okay, kritischer Fehlschlag. Nein. Da hoch, war das nochmal? Genau, hoch und dann Tresor und dann einfach das Bier holen. Ja, also. Damit raus. Hast du überhaupt eine Tresor-Kombination? Wie es oben aussieht, werde ich dir dann halt erklären, wenn du oben bist. Ja, möchtest da kommen du, wir noch. Ja, möchtest du dann nach oben gehen? Ja. Okay. 75 oder niedriger?
Schaffst du. Du schleichst dich schnell die Treppe nach oben und du siehst dort so zwei Zimmer. Eins ist mehr so eine Badestube, ein auf denen. Und das andere ist halt eben so ein schön gemachtes Gemach mit so einem großen Bett, vielen Gemälden und so. Und ein paar Schränken. Du siehst dort aber jetzt nicht de facto einen Tresor drin. Du kannst jetzt aber einfach reingehen, ohne dass du dich Schleichenskill machen musst. Such einfach mal das Zimmer ab. Zimmer, ja. Ach ja, und in dem Zimmer hast du auch die Möglichkeit, auf den Balkon zu gehen. Da ist quasi so der. Das wäre eine sehr schlechte Idee. Ja. Also ja, man sieht das von der, man sieht das von, wenn du da rausgehen würdest, würde man das von der Marktseite sehen, aber es ist da. Zurück erstmal das Schlafzimmer. Ja, also definiere absuchen, was machst du so? Absuchen, ob da irgendwas Verdächtiges. Verdächtig, sag ich schon. Ja, aber beschreib mal, wie du absuchst. So, durchsuchst du Schränke. Also Schränke durchsuchen, unterm Bett, hinter Gemälden, so ein bisschen, ob da irgendwas ist. Du findest unterm Bett, im Schränken, nicht wirklich, also in den Schränken findest du so 20 Goldstücke oder sowas. Oh. Nicht viel, nur so vereinzelte Sachen. Ich schätze einfach, die möchtest du mitnehmen, weil... Ja. Warum nicht? Warum nicht? Nicht, dass das bei Eves 9065 noch irgendwie viel ändern würde. Also du bist jetzt bei 9085. Als du ein Gemälde abhändest, findest du dahinter so einen eisernen Tresor, welcher einfach nur so eine Kurbel hat. Einfach so, kennst du diese Kurbeldinger, die man so dreht und dann ist das Ding auf? Also da ist kein Code oder sowas. Das ist noch technologisch ein bisschen zu krass, aber an sich ist da ein Tresor, den du einfach öffnen kannst. Könnt ihr einfach... Okay, dann öffne ich den einfach. Okay. Ah, goddammit! Drinnen findest du 500 Goldmünzen, ein Amethyst-Amulett und halt eben das kristallide Dunkelbräu in einer schönen, so bräunlichen Flasche mit einem, ja, wärmlich erscheinenden Inhalt, ähnlich wie es bei den Seelen auch wärmlich war, so dieses wohlende, nahe, warme. Möchtest du das mitnehmen? Nimm alles! Ich will das Amulett! Ja, natürlich! Okay, ich schreibe dir die 500 eben... Wie heißt das Programm, wenn du streamst? Warte. OBS. Streamlabs. Wer zum Fick ist das denn OBS. Hier? Also vorhin Streamlabs OBS. Streamlabs OBS. Also, während ich also das mache, können wir noch... Du nimmst die Sachen raus. Draußen, der Bürgermeister, schaut sich so diese Golem-Kämpfe an, ist so ein bisschen niedergeschlagen. Pff, was ist das denn für ein ich Scheiß? Ich würde auch weitermachen jetzt mit dem... Oh. Will gerade umdrehen und zurück in den Haus, ins Haus gehen. Ich kann nicht was machen. Kann ich mit ihm quatschen? Ich würde also gerne. Ja, alle was machen, wenn ihr wollt. Aber... Pass auf. Erkenne ich, dass es der Bürgermeister ist an irgendwas? Er hat halt einen sehr hohen Stand und er ist gerade aus dem Haus des Bürgermeisters rausgekommen. Also, okay. Also ich hab was auf Überzeugen. Ich hab 60 auf Überzeugen und 45 auf Bestechen. Ich kann ja, pass auf. Ich mach mal was. Ich versuch mal was. Okay, mach. Sie, der Herr da hinten, der Bürgermeister nehme ich an. Er dreht sich so um. Was wollen Sie von mir? Kommen Sie doch her. Nehmen Sie Platz. Und ich versuche, einen Holzstuhl zu machen. Er schaut so ein bisschen durch die Menge und die Menge schaut ihn auch so erwartungsvoll an. Also, meinetwegen. Geht da hin und setzt sich auf den, achso, du wolltest den Stuhl noch machen, ne? Ja. Müssen wir mal drauf würfeln? Wie viel habe ich nochmal? 90, ne? Ja. Ja. Kritischer Erfolg. Du machst einen wundervollen, warte aus, was machst du einen Stuhl? Holz. Du machst einen wundervollen Stuhl, wirklich so einen perfekten, wirklich, die Menge hat nie so einen perfekten Stuhl gesehen. Dieser Stuhl ist, ich muss das nochmal genau betonen, dieser Stuhl, du verstehst es nicht, er ist perfekt in jeder Form, er ist lackiert, er hat Massagefunktion, er ist perfekt, er ist quasi... Wie mein Herr, dieser Stuhl ist der Traum eines jeden Tischlers. Er setzt sich so auf den Stuhl, er ist so, der ist echt bequem, das ist echt ein sehr guter Stuhl. Wirklich, mir gefällt dieser Stuhl sehr. es wäre jetzt sehr gut, wenn du jetzt den Scheiß nimmst und abhaust. Währenddessen rede ich noch ein bisschen mit ihm. Ja, ich mach drauf gleich mehr. Kann ich kurz mit ihm reden? Ja, klar. Okay. Klar. Aber nicht bestechen, bitte, um Gottes Willen. Nein. Ich will ihn erstmal überzeugen. Okay. Also machen wir so lange einfach nochmal kurz den Skillcheck bei Eve, damit wir das schon mal fertig haben, dass sie sich halt rausschleicht.
Wie gesagt, 75 oder niedriger, weil es vereinfacht. Ja. Easy, ja, bis raus. Okay, yay. Okay, ich will ihn so ein bisschen ablenken, bequatsch ihn so ein bisschen. Dieser Stuhl ist, was ich eben gesagt habe, so perfekt. Ein Meister hätte es nicht besser machen können mit seiner Hand. Und hier sehen Sie, also Ariel, unseren Meister der Alchemie. Sie kennen ihn wahrscheinlich nicht. Er kommt aus Übersee, und uns hier Student. Seine Macht zu demonstrieren. Ich bin ein Student! Es ist, er drauf, nicht. Also das ist... Das weiß er doch nicht. Das ist wirklich ein sehr guter Stuhl. Wie viel wollen Sie dafür? Ach, der Herr. Ich muss schon sagen, dieses Dorf ist ein schönes Dorf. Sehr angenehm. Ich war noch nie im Reich der Finsternis. Wirklich schönes Reich. Ich höre Kanakian im Hintergrund schreien. Okay, ich weiß, was du sagen möchtest, und ich höre schon, wie Kanakian dich umbringen möchte. Kanakian, wie viel? Was sagst du? Mach mir einen Freundschaftsrabatt, aber mach trotzdem so mindestens 200. Okay, warte. Wie Sie selbst merken, ist dieser Stuhl nicht mit anderen Stühlen zu vergleichen. Und bitte verzeihen Sie mir diese Ausdrucksweise, auch nicht vergleichbar mit den anderen Stühlen in diesem Königreich. Denn Meister Azariel ist ein Meister seines Handwerks, und seine Kunst muss dementsprechend auch gewürdigt werden. Also ich würde sagen, ein Preis von 500 Goldmünzen wäre angemessen. Er schaut dich, also wie gesagt, wir machen nochmal einen Handelsskill-Check hier, aber ich vereinfache dir den um 20. Wenn Kanakion so sagt, ja, so, halt... ja, ein Meister, unser Meister, ich werde so komplett rot, so, oh, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Ich bin glücklich. Was hast du nochmal auf Handel? 70. Okay, wie gesagt, ich vereinfache dir um 20, weil das halt wirklich ein pervers geiler Stuhl ist. Okay. Nice. Ja, das schaffst du. Er gibt dir den 500er Beutel, er so, okay. Wachen, räumt den in mein Haus, da, wirklich. Ich danke Ihnen für Ihre heutige Vorstellung. Ich habe niedrige Erwartungen gesetzt, wirklich. Mir wurde sehr oft gesagt von Leuten aus Übersee, dass Alchemisten Nutzlose, Nichtskönnende, Gesellschaft abschaumseiende Lebewesen sind, die einfach nur Steuergelder verschwenden. Aber Sie haben mir gezeigt, dass Sie definitiv würdig dazu sind, Tischler zu werden. Ich muss mich bei Ihnen bedanken, Herr Bürgermeister. Azariel nicht nur begabt darin, Stühle zu machen, sondern auch begabt, und begabt, dumm zu sein. Ja, scheiß auf die Gunnus. Der Stuhl ist gut. Der Stuhl ist sehr gut. Machen Sie weiter. Herr Bürgermeister, ich möchte mich sehr bedanken, dass Sie sich meine kleine Vorstellung angesehen haben und dass Ihnen so gefallen hat. Vielen Dank. Gerne. Und er geht. Du musst dich noch verbeugen. Stimmt, die Menge applaudiert dir. Die sind alle so, wow! Alchemie! So ein Typ ist Okay, ja, Leon. Also irgend so ein Typ in der Menge ist immer noch so, wahrscheinlich so der Barwirt, so, ich will immer noch sehen, wie Pronin stirbt. Kommt schon, Leute. Was? Ja, die Leute ziehen sich jetzt alle wieder zurück auf ihren Alltag, sind jetzt alle gehypt, sind alle gut drauf, ne, sogar die Wachen. Abgezogen, lange auch. Die Wachen sind so 50-50. Die Wachen sind sogar so gehypt, dass sie gar nicht wirklich merken, dass Eve an ihnen vorbeigeht. Zu euch rüber. Okay, pass auf, Kanaki, wir machen 50-50. Okay, 250 für jeden. Okay, ja. Also warte, dass von Kanakio kommt, so, ich will handeln. Aber Digga, den haben wir ja richtig abgezogen. So ein geiler Move, ohne Scheiß! Nein, sag ich, ey, Leute, so können wir in jeder Stadt Stonks machen, Alter. Scheiß auf Abenteuer, wir werden eigentlich Händler. Hey, was ist nicht eigentlich mein Job gewesen, Händler zu sein? Azari macht sein Zeug, ich mach die Promotion. Sag ich ja, da Leute in Aktien. Wir haben Leon überlistet. Stonks, Alter. Ohne Witz. Ich kann versuchen, Digga. Das mal erlauben lassen. Doch, Leon wird das immer erlauben, weil das immer gut war. So, okay. Solange wir aber diese nur solange wir dir diese Nummer eingeben. 0852. Du hast jetzt 4322 Goldmünzen. Ich habe gerade mal 743. Wie viel Jolt habe ich denn? Du hast 2653. Okay, ist Eve jetzt wieder bei uns langsam? Also ja, Eve ist jetzt wieder bei euch. Also Cupid, kann ich das finden? Was hast du alles gefunden? Warum machst du da ein Bild? Was ist da um Sie? Keine Ahnung, wahrscheinlich das Ding, das wir suchen. Ja. Was Bild? Was Bild? Was? Ja. Haben Sie ein Amulett gefunden? Warum siehst du Cupid jetzt? Cupid, hast du ein Amulett gefunden?
Ich brauche Amulett. The fuck? The fuck? Ganz ruhig, ganz. Kann ich bitte. Haben Sie irgendwas anderes noch gefunden? Vielleicht ein Amulett? Er ist ein bisschen verklüngelt. Sie meint vielleicht das hier? Ja, kann ich das bitte haben? Bitte. Nö. Nein, okay, ja. Okay, vielen Dank. Ja. Amethystenamulett. Du erhältst das Amethystenamulett. So, jetzt müssen wir noch zu Prolin gehen und ihm den Scheiß überreichen. Okay. Ja, wie gesagt, Prolin steht da gerade so am Stadtrand und unterhält sich mit seinen Generalkollegen so ein bisschen besoffen. Und dann hat der Typ zu mir gesagt, ich soll die Rechnung bezahlen. Und ich bin ausgetickt. Ich habe ihm die rechte gegeben und die linke ist direkt nachgekommen. Und dann habe ich ihn getreten. Und Kasimir steht da so, macht so diesen interessierten Blick. Also sehr interessant, Prolin, sehr interessant. Wirklich. Prolin dreht so um, hä? Ah, ihr seid wieder da. Hat der meine Schuhe gefunden? Wer es mir kaum glauben, da war gerade eben so ein Typ hier in der Stadt, der hat so einen Stuhl gemacht. Der war wirklich sehr krass. Ihr hättet ihn gemocht, wirklich. Er sah ein bisschen komisch aus, aber ihr hättet ihn gemocht. Prolin. Prolin. Ja. Das war ich. Wer ist ich? Azar. Ist das so ein Hazala-Name? Nein, also auf jeden Fall, wir haben dein Zeug. Warum ist habt das so? Habt ihr das kristallide Dunkelbräu? Naja. Yves, ich würde dich bitten, natürlich. Cupid. Natürlich. Weil, wissen Sie, es mir selten passiert, dass mir eine so schöne Dame einen so schönen Flirten 100, verführen 100. Nun, sie machen mich ja ganz verlegen. Ich glaube, Leon ist ausgetimt. Ah, oh boy, da können wir uns so lange um das Bild unterhalten. Super Smash Bros. Ich möchte bitte jetzt für diese fucking Idee, die ich hatte, die nicht absolut behindert war und nichts damit zu tun hatte, dass ich Norbit werfen möchte, ich möchte bitte eine Idiotenpunktentfernung beantragen. Okay. Hast du Ben das auch geschickt? Nö. Ich hab's niemandem geschickt. Das ist gerade so. Leon. Was ist das denn? Ich brauch mein Amulett. Was? Okay, wie viel wetten wir, dass das Ding verflucht ist? Ah, hallo Leon. Ich find's geil, wie ich immer mitten in so einen übelst langen Monolog rausfliege. Okay, geht weiter bitte. Also, guter. Wo war ich stehen geblieben? Dass eine so schöne Dame mir einen so guten Trunk bringt. Achso, ja. Hallöchen. Ich werde diesen Moment... Hey, yo, Dani, 111. Wie geht's also, denn so? Er nimmt die Flasche, so reißt direkt den Korb raus, nimmt den Ansatz, trinkt so die halbe Flasche, guckt dann sehr enttäuscht und sehr wütend auf die Flasche, nachdem er sie so abnimmt, und deppert sie gegen die nächste Hauswand. So, der Inhalt der Flasche verbreitet sich so schön über den Boden. Er guckt so Nocturnum an, Nocturnum so, ach, wusstest du das nicht? Das ist ein Heiltrank. Eine der besten der Welt natürlich. Heilt sämtliche Krankheiten, Verletzungen. Eines der einzigen Tränke der Welt, die Vampirismus zum Beispiel heilen können. Oder Lupinismus. Ich möchte bitte Selbstmord begehen jetzt. Und Prolin guckt sie so an. Er hat keinen Alkohol gehabt. Nein, Prolin, natürlich nicht. Es war ein Heiltrank. Ganz im Gegenteil, das hat mich nüchtern gemacht. Ich leide an Vampirismus! Nocturne guckt so zu dir. Ah, das ist schade. Nach meinen Informationen muss das eines der letzten Exemplare gewesen sein. Ich glaube, es gab nur ein. Also, du kannst. Ich glaube, die Produktion kann, glaube ich, auch nicht mehr fortgeführt werden, weil der Alchemist, der die Formel dafür kannte, mit der Formel gestorben ist. Master eine Schande, wirklich, wenn man so mal nachdenkt. Ich weiß es nicht wirklich so. So weit reicht mein Wissen nicht. Prolin guckt so dahin, er so, scheiß Ding, warum würde man jemals irgendwas ohne Alkohol machen? Das Ding hat mich nüchtern gemacht. Natürlich, Alkohol ist ein Gift und das wurde aus ihrem Körper gereinigt. Ah, scheiße. Ich guck Prolin so an, ich lege meine Hand auf seine Schulter, ich guck ihn ganz erst in die Augen, also wirklich auch serious diesmal, und sage ihm, möge Allah deine Seele recht leiten. Möge die Finsternis Gleichheit über dich bringen. Nun denn, ein Versprechen ist ein Versprechen. Ich werde euch nach Animus folgen und vielleicht finde ich auf dem Weg noch irgendwas. Ist das nicht die Stadt beziehungsweise ist das nicht dieses komische Ding von Assassin's Creed?
Animus heißt ja, Herz auf Latein. Und ich dachte, das wäre die Stadt, wo die Animaniacs herkommen. Nein, mein okay, wenn wir uns jetzt auf den Weg zurückbefinden, sage ich so zu. Erstmal zu Norbert so. Norbert. Yes. Du weißt doch. Warte mal, die Generäle, wie, sind die geil? Na, vielleicht ist es nicht. Ich frag einfach. Wären die Generäle geil auf das Erebos-Artefakt? Das kommt auf den General drauf an. Ich meine die bei uns sind. Wissen überhaupt doch mal alles bei uns? Das muss ich nicht sagen, weil das kannst du nicht wissen. Gut, dann. Ey. Also befinden wir uns schon auf dem Rückweg? Ihr seid jetzt auf dem Rückweg, ja. Wenn ihr jetzt nichts mehr in der Stadt machen wollt, könnt ihr den Rückweg andrehen. Kanakion. Ja. Kann ich endlich das Elfenkort haben, das du mir versprochen hast? Ich nehme so einen Mümmel raus, drück's dir in die Hand und sag. Ich sag gar nichts. Richtig antiklimatisch. Ja, weißt du erhältst ein Elfenkort. Ich schau dich jetzt so an, wie ein... Kennst du den Blick von einem 12-Jährigen, der das erste Mal Weed in seinem Leben sieht? Nein. Genau da, so. Da das nur jeder 12-Jährige kennt. Nur dass Azaril halt das schon irgendwie sein ganzes Leben lang macht, aber das ist egal. Digga, als ich in deinem Alter war, habe ich gesagt, ich rühre das Zeug niemals in meinem Leben an und jetzt guck mich an. Ja, wollte gerade sagen, ich nehme mich auch und ich war mit 12 Jahren war ich noch im Sandkasten-Magger. Ich bin 143. Also, ja, okay. Du erhältst das Elfenkraut. Ey, Kanakimi, du willst das doch sicher mit mir teilen. Du hast gerade. Ich sag nichts. Ja, aber ich meine so, gemeinsam ein Rauchen so. Ach so, das ist freundschaftlich. Ja, also du kannst jetzt einen ausgeben, aber dann hab praktisch nicht einen ausgeben, aber ja, egal. Also ich geb's so in meine Pfeife, ich geb's in meine Pfeife, zünd's so an, nehm so ein paar Züge, geb's ihm, nimm so ein paar Züge. Dann geht das weiter bis aus. Ja. Ah, Indianer rauchen. Ja, ja einmal also ihr einmal den. Beide heilt euch um so 10 Wahnsinnspunkte, wenn ihr übrig habt. Ich mich auch um HP heilen? Währenddessen gucken euch so die Generäle an. Was machen die da? Ich mein, technisch gesehen ist es eine Heilung. Die sind gerade einer am Rochen. Du musst dir vorstellen, Chicago, der die ganze Zeit nichts sagt. So, die Generäle, was macht der? Ah, Chicago, die sind gerade immer am Rochen. Ich würde das sehr lustig finden. Der Ossi-Samurai. Also ist dein Name doch Peter. Nocturnum guckt zu euch. Sie rauchen so ein Zeug wirklich? Ich wäre ein Elf. Was wollen sie von mir? Das Weingras. Wangengras? Nein. Sie guckt so zu dir und dann guckt sie so zu Cupid. So. Ist der immer so diskriminierend seinem eigenen Volk gegenüber? Ja. Okay, kennt ihr das? Ja. Kennt ihr das, wenn ihr high seid und jemand macht euch treu und ist so richtig depressiv? Azari wird so richtig depressiv und geht einfach zu fucking, weiß nicht, zu wem geht er? Zu Gnorbe. Immer so, immer alle viel zu mir. Halt dich weg hier von mir! Ja, ich hab dich auch nicht. So, Nocturnum guckt jetzt so zu Kasim, er so, wir haben wirklich einen Drachen besiegt? Ja, das war voll krass. Der Bekiffte da und der Drachenbekiffte da, die sind hochgeflogen und haben in sein Auge gestochen. Nocturnum guckt zu Kasim an, also du warst währenddessen auf irgendwas drauf. Das haben die nicht, das ey, jetzt rein, ne? Das mir viel ist. Aber das ist in meiner scheiß Drachen. Ach nee, warte mal, Nocturnum war da dabei. Never mind, hab ich ganz vergessen. Egal, Pro. Ja, ich hab vergessen, dass es. Ich hab grad Pro und vergessen. Also, ihr schreitet noch ein paar Schritte weiter, als ihr ein bisschen Geraschel aus dem Gebüsch hört. Ah, schon wieder Vampirjäger? Nein, keine Vampir. Hinter euch erscheint. Das machen wir jetzt noch nicht. Nevermind. Jemand anders erscheint hinter euch. Ramuel. Ihr spürt eine. Ach, halt doch die Fresse, Mann. Die Fresse, weißt du. Solltest du mich wenigstens zu Ende erklären lassen und dann kommst du mit Ramuel. Das wäre okay, aber weißt du, es ist ein sehr großes Problem, wenn ich Sachen erkläre und dann kommst du und so, stell dir vor, du bist im Kino, du guckst Star Wars,
fucking Darth Vader steht da so, nein. Und dann kommst du an mit, er ist sein Vater. Weißt du, das wäre ein bisschen scheiße, ne? Es ist cool, wenn du das weißt, aber vielleicht zerstört das ein bisschen die Stimmung, verstehst du? Es war jetzt wirklich Ramuel. Zumindest. Ja, es ist Ramuel, Mann! Also ganz ehrlich, also. Hätte Azariel das nicht gesagt, dann hätte ich. Leute, bitte. Also ja, hinter euch spürt ihr eine sehr finstere Präsenz. Als ich umdreht, seht ihr dort den einzig wahren Ramuel. Also Leon, ich will dich nicht beleidigen, aber das ist, also wenn jetzt Ramuel hinter uns erscheint, dann ist es nicht auf dem Level, Darth Vader ist jetzt mit Skywalkers Vater. Nein, aber es ist nicht auf dem Level, aber es geht auch selber hinaus. Und Swiper hat schon wieder geklaut. Das ist Swiper. Und so. Klar, ich weiß auch, was Swiper ist, aber es zerstört die Stimmung. Ich will immersiv sein in Dauer, ja? Also, ich rede so sagen, Ramuel! Und ich gebe ihm so meine Hand. Wie geht's dir, alter Freund? Ja, nimmst du deine Hand wieder, bitte. Was habe ich zu anfassen gesagt? Was? Ach, Kinder, ist doch gar nicht. Ich gehe so hin. Na, Lamo, alles. Das sind nicht der rote Terror, den ich verlassen habe. Also, da sind so zwei Elfen und der. Und der Vampir kommt einfach an, so mit so. Also, ich will Ramuel. Ramuel. Ich will ihm so eine Bro-Fist geben, ich hoffe, das ist in Ordnung. Alles klar? Ja, bis alles klar. Also, schön, Sie wiederzusehen. Wie ich sehe, sind Sie gut hergekommen. Ich halte ja. Die Hand die ganze Zeit nach vorne, bis er mir eine Bro-Fist gibt. Er gibt dir keine Bro-Fist, er lässt sich anders ranhängen. Ja, egal, dann lasse ich die ganze Zeit mit meinen Arm oben. Die ganze Zeit. Ununterbrochen. Und wie ich sehe, sind Sie auch auf die Generäle getroffen. Ja, lassen Sie mich vorstellen. Die kennen Sie eh schon. Lassen Sie mich nicht. Na, also getroffen habe ich Sie noch nicht. Da liegen Sie richtig. Ach so. Kasimir und Nocturnum gucken sich so an. Die so, wir kennen ihn wirklich noch nicht. Nein. Also wenn aber ich Sie scheinen ihn ja bekannt zu sein. Das hier. Pass auf, warte. Entschuldigung. Pass auf. Cronin guckt ihn so an. Er so, irgendwo habe ich dich schon mal gesehen. Kennt man? Also ich meine, ich bin sehr alt. Aber kennt man sich? Er guckt ihn so an, so. Bro, dann richtig? Ich denke, wir hatten mal in einer Bar oder so zusammen getrunken. Er holt aus seinem Beutel so eine ziemlich volle Flasche mit irgendeinem so durchsichtigen alkoholischen Getränk und gibt ihm da so, hier, sie mochten das doch, ne? Und Bro nimmt das so ein bisschen suspicious, öffnet so den Korken, fängt so an zu trinken und ist wieder voll weg. Er ist wieder voll in seinem Element. Also, Ramuel, wenn ich vorstellen darf, hier haben wir die einzig wahre Nocturne. Und den explosiven Kasimir. Das nenne ich mal eine gute Vorstellung. Sehr erfreut, sie kennenzulernen. Die beiden nicken ihnen nur so zu. Sie kommen gerade aus Nordqual? Ja. Man könnte meinen, dass sie qualen. Da haben sie aber Glück, dass sie so schnell weggerannt sind. Ich habe gerade gehört, die fangen gerade an, Hausdurchsuchungen zu machen, weil der Bürgermeister beklaut wurde. Irgendwas von wegen, das Heilmittel für irgend so eine unheilbare Krankheit seiner Frau oder sowas wurde gestohlen. Ach, was? Sie haben dann bestimmt. Ja, Mann, ich habe eine Frage. Das Amethystenamulett, das ich habe, ist das ein normales einfach Amulett, also Schmuck oder ist da irgendwas magisches? Das ist einfach nur Schmuck. Zieh's doch mal an. Okay, Aber wo du gerade von Amulett redest, Ramuel mustert dich so. Fällt auf, sie tragen gar nicht das Amulett, was ich ihnen damals geschenkt habe. Ich muss kurz suchen. Du weißt es einfach nicht, ich habe das Amulett. Egal. Ja, ich hab's getragen. War ganz cool. Und dann hat irgendjemand mich mit Schwarzeisen geschlagen. Und dann war weg. Habe ich es abgenommen. Und warum haben sie seitdem nicht wieder angehangen? Doch, keine Ahnung. Gefiel ihnen mein Geschenk etwa nicht? Ja, Geschenke von ihnen nämlich inner. Aber ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit Amuletten. Was er sagen will, ich glaube, nach Ramuel, ich glaube, da. Können Sie sich, glaube ich, schon ein Bild von machen? Du bist ein super Negotiator, was er sagen will, ne? Ich glaube, das verstehen wir alle. Das heißt so viel wie, Sie könnten den Scheiß allein tragen. Nein. Nun denn, aber da Ramuel. Kann man wohl nichts machen, wenn Sie das nicht mögen. Ja. Es tut mir leid.
Wer ist jetzt verklüngelt? Er? Na okay, Nein, also ich bin ja noch immer ein bisschen high, deswegen. Und Rame, um Rame hier zu beglückwünschen, trage ich jetzt das Amulett. Nein! Als du das Amulett anziehst, Digga! Als du das Amulett anziehst, spürst du, wie dich eine wohlige Wärme erfüllt. Du bekommst ein Gefühl von Sicherheit und Schutz quasi. Norman, wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich beschützt. Ja, guck mal, das ist richtig cool! Ja, bei dir war es auch, bei dir war es exakt derselbe Effekt. Ja, aber dann habe ich es abgenommen und dann war es weg. Und ich, okay. Ich würde mich auch gerne beschützt fühlen, doch leider würde das Amulett das nicht bei mir bewirken, denn der einzige Ort, an dem ich mich wohl behütet und beschützt fühle, ist in den Armen von Nocturne. Weißt du, Azaril würde in dem Moment eigentlich in das Gesicht schlagen, aber Azaril ist so high, dass er das so hart lustig findet. Ramuel guckt so zu Nocturnem. Kasimir guckt so zu Nocturnem und Nocturnem guckt so sehr verwirrt zu dir und greift schon so an den Griff ihres Schwertes. Warte mal, Nocturnem ist eine Frau? Leon. Ja. Einfach mit Azaril auf dem Boden und ich lach einfach und ich finde mich selbst einfach so lustig. Ja, Alter, ich finde das jetzt so geil. Ja, also ich habe jetzt einfach nur den. Ich mach das mal an, sondern ich lach einfach. Entschuldigen Sie selbst, also sie ist immer so. Sie will so. Ja, sie will so ihren. Ich Schwert gerade ziehen und Prone hält so. Warte. Die können uns noch nützlich sein, ja? Das ist immer das. Wir sind immer nützlich. Nie mag uns jemand wirklich. Wir sind immer nur Söldner. Leon, mach da jetzt wirklich so einen lustigen Dialog draus. Also wirklich, das war echt ein sehr, sehr guter Spruch. Wirklich ein sehr guter Anlaufspruch. Ja, ich würde sagen, du gibst ihm jetzt plus 600 auf Verführen. Na, halt's Maul. Ich hätte gedacht, es kommt irgendwie der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühle, ist in den Armen von Allah oder so. Ja, ich auch. Ich hab auch gedacht. Das hab ich auch nicht erwartet. Da gebe ich dir Props. Also so langsam wird das hier, wird der Zirocco. Dass der Tone wenigstens kurz rot wird oder sowas. Ja, also sie ist schon peinlich berührt. Mehr kriegt ihr hier nicht. Man treibt man nicht, wir sind nicht bei fucking Waifu Dating Simulator, fucking Pen and Paper Edition, ja? Nee. Aber ich möchte Monika daten! Das Fass öffnen wir nicht. Ja, ich hab ne Dating Simulator Mechanik. Was? Hey, gibt's da Einzelspieler? Ich will das spielen. Kann ich da Monika daten? Ja, Martin, wir machen das. Also. Ramo, ihr schaut euch an. Sie reisen jetzt nicht rein zufällig nach Animus? Doch. Rein zufällig werde ich sie noch da auch hin, oder? Ja, rein zufällig. Ja, wissen Sie, wer es nicht... Hätten die Götter nicht unseren Wege so gleich gemacht, hätten wir uns nie getroffen. Und was dann passiert wäre, wüssten wir doch nicht. Also, Herr Ramuel. Sie sind wirklich sehr ein guter Freund. Ich habe so eine Ahnung, dass... Nennen Sie mich Sie können mich Ramuel nennen. Herr Ramuel war mein Vater. Ramuel, ich habe so eine Vorahnung, dass du ein Gott bist. Er guckt dich so mit einem sehr leeren Blick an. Also, seine Augen verdunkeln sich so. Also, tja, da haben sie es wohl herausgefunden. Und ich fühle so wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Spürst du, wie so eine dunkle Energie um ihn herum stärker und stärker wird. So wirklich was Tödliches, wie du es beim ersten Kurato selbst gespürt hast. Also, oh mein Gott, es ist Cthulhu! Und wie bei, komm schon. Und wie bei vielen anderen Leuten, die das herausgefunden haben, wenn sie auch jetzt ihr Zeitliches segnen. Ja! Es war nett, sie gekannt zu haben. Nein! Kannst du mich ein bisschen... Pass auf, der Typ, bei dem du gerade zugeguckt hast, bei dem du vor ein paar Wochen mal zugeguckt hast, wie er so einen Eidbrecher weggeschnipst hat, droht dir gerade mit dem Tod. Ein bisschen... Das Himmel hilft, er sollte das doch merken. So, Azaril ist nicht bei klarem Verstand. Das ist doch jetzt nicht so obvious. Ramuel, das musst du doch nicht machen. Wir sind Freunde. Ich hab keine Freunde. Okay, Leon, ich guck ihn einfach mit richtig kleinen roten Augen an und fang einfach an zu lachen und sag einfach, jetzt komm ich fang an zu weinen, behindert ist und wie fucking high er ist und dass er doch einfach viel zu viel geraucht hat. Ich hab nichts geraucht, Ramuel ist mein Vater.
Ich wollte es eigentlich so machen, dass Ramon jetzt euch gerade anlügt, weil das halt so sein Beiname ist, von wegen, dass es nur so tut, cool, ja, als ob. Aber ich glaube, Digga, ihr seid so high, da braucht man nichts zu machen, Digga. Ja. Ich hab grad versucht, uns zu retten, falls er uns wirklich. Er lässt jetzt einfach sein. Ja, Digga, dann hätte er euch erst recht umgebracht. High zu sein ist kein Grund, dass euch ein Typ einfach nicht umbringt. Aber Ramon, das ist eher eine Einladung. So was Cooles will ich auch, mein Gott. Werden sie nicht. Machen wir uns nicht so eine Angst. Tut mir leid, das ist so meine Rolle. Ja? Also, lassen Sie uns weiterschreiten. Und ihr schreitet nach nach Animus. Ihr schreitet nach Animus. Ihr kommt in der Stadt an, sie ist belebt wie immer. Das High lässt langsam nach. Oh Jungs, ich bin nicht mehr high. Wollen wir das ändern? Apropos, was zum Fick war mit Ramuel vorhin los? So, what the fuck also, war das? Okay. Ja. Wollen wir das ändern? Nee, wir sind gleich zum ersten Kuratus. Wenn ja, wie gesagt, ihr tretet gleich vor den ersten Kuratus. Ich glaube, high zu sein ist auch nicht so schlau. Warte mal, Leon, kann ich rein theoretisch Elfenkraut zu mir nehmen? Ich meine, ja, es ist also ja nur ein Rauch. Du kannst rauchen, definitiv. Okay, perfekt. Perfekt. Also, Plan. Wollt ihr nun in den Tempel eintreten oder in den Palast? Das ist ja ein Palast. Ja, natürlich. Ich bin wieder der typische Azariel und trete ein. Wem? Mir? Jo, Alter, nein, ich danke. Nein, oh mein Gott. Wir treten gleich vor einem der mächtigsten Wesen. Ihr wisst ist. Doch, wie ich ja. sage, dass der erste Kurator euch definitiv umbringen wird, wenn ihr euch falsch benehmt. Yep. Die Regelung galt nicht für das eine Mal, das wird er definitiv machen. Ja, also yep, wir müssen mindestens respektvoll gegenüber König Bombomb sein. Ja, also, ich glaube, du bist jetzt eh gefickt, ne? Was? Ja, du bist gefickt. Wieso? Das Amulett? Ja, das kann er abnehmen. Das ist scheiße, nee, der Effekt bleibt, wenn du das Amulett abnimmst, aber ihr wisst noch nicht mal, was es macht. Ach so. Stimmt, ich weiß es wirklich nicht. Siehst du? Ich hab trotzdem Angst. Wahrscheinlich also, ist es irgendwas Gutes, und ich heule. Ich mich wirklich ein bisschen beschützt fühlen. Ja, jeder kann es an sich anziehen und den Effekt bekommen. Das ist so der Sinn dahinter. Wollen wir alle den Effekt bekommen? Also ich möchte den Effekt bekommen. Ich weiß ja nicht. Jo, Alter, okay, wenn einer leidet, leiden alle. Komm, nein, wir machen das jetzt nicht. Wir machen jetzt weiter, bitte. Erster Kurator. Aber ich mache es. Okay, also Kanakion zieht das an. Auch du wirst von dieser wohligen Wärme, dem Schutz okay. erfüllt. Fühlt sich sicherer, sorgenloser. Ich möchte es auch anziehen. Ist halt alle geil. Passiert auch in der Schikage. Ich schaue einfach Cupid an, so. Bitte. Na, Cupid. Komm. Eve. Ich will vorher noch das Elfenkraut reindrücken. Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Ja. Also. Ashikaga, wenn er Bock hat, ist auch gerne eingeladen. Na klar! Offiziell eins da eingeladen sein. Die beiden noch abmachen. Wie gesagt, Cupid. Ihr tretet vor den Typen, der euch definitiv umbringen wird, wenn ihr euch falsch benehmt. Deswegen will ich mich beruhigen. Ja, dann sag nicht, dass du so viel hast, sondern einfach nur so ein bisschen zu beruhigen. Na klar, ich möchte mich auch beruhigen. Also jetzt ja, nicht absolut heiß, sondern einfach nur so ein bisschen. Oder wie? Nee, wir knallen uns den Wünschen und drei ja, wollte gerade sagen, drei dicke Tüten sind da bestimmt schon drin. Gut, das war's. Danke, dass ihr beim PMP zugeschaut habt. Weil ihr nur eine kleine Menge zu euch nehmt, heilt sich jeder von euch um zwei. Nein, was? Wir wollen richtig. Oh, ihr heilt euch jeder um 10 Wahnsinnspunkte, ihr seid high. Kann ich mich schon mal von dem verabschieden, Digga. Jo, Lalo, ja. Ich bin so stoned. Halt dein Maul, Ashikaga. Also einfach ruhig sein. Ja. Also, ihr schreitet wieder in den Palast, in die marmornen Hallen des ersten Kurators. Ja, wir sind halt so ein bisschen träge, das dauert ein bisschen. Ja. Ja. Also, in erster Linie vor euch voraus torkelt halt Prolin, der noch immer vollkommen besoffen ist. Ey, er darf das auch, okay? Er darf das auch. Ja, aber General, er ist halt, like, dritter General und unsterblich. Das heißt... Ja, ich bin eine Kreuzung aus Vario und Katar. Wer will mir was anhaben? Also, der erste Kurator steht dort gerade und bespricht auch was mit einer anderen Person, die er noch nicht wirklich gesehen hat. Ist so eine eher größere, schlankerer Mann mit einem, mit so einer schwarzen, was er aussieht wie so eine Diebeskutte, der hat so ein paar Dolche an seinem Gürtel hat. Und er scheint sie gerade und halt eine Brille trägt. Das würde vielleicht auch noch erwähnt werden. Und er hält sie gerade mit dem, wendet sich aber relativ schnell zu euch ab.
Ah, wie ich sehe, waren sie erfolgreich. Und ja. Schreitet so auf euch zu. Frolin talkt auf ihn zu. Eure Finsterheit, ich bin zurückgekehrt. Es war ein langer Weg. Ein Weg voller Tränen. Ein Weg voller Schmerzen. Aber ich habe den Kampf gewonnen. Und bin wieder hier. Nicht zu guter Letzt durch die Hilfe von diesen 5 Praktikanten, die sie eingestellt haben. Der erste Kurator guckt so total unbegeistert auf Pronen runter. Von was für einen Kampf sprechen sie da? Sie haben mich doch losgeschickt, um, sie wissen schon, ein bisschen aufzumischen da drüben in Necrotia, ein paar Leute die Linke zu geben, und bevor er seinen Satz zu Ende sprechen kann, wird sein Körper einfach von so finsteren Flammen umgolft so, und er sackt so als Skelett nieder. Nur um dann kurz danach halt so ein paar Minuten danach sich das Fleisch wieder an den Knochen regeneriert und er wieder so aufsteht. Ihr ist halt so ein bisschen abgebrannter, noch beschissener aussehender Kluft, die er vorher hatte. So. Ich gucke, das war jetzt wirklich... Verstört. Ich gucke ziemlich verstört. Ich sage nichts, ich bin super still. Aber ich auch. Ich schließe mich jemand an. Leben überhaupt gesehen. Ich check grad gar nichts. Ich bin auf die Flammen verrissen, weil die so ein bisschen leuchtet haben. Brown guckt sich an. Wofür war das denn jetzt? Sie haben ohne meinen Befehl irgendwelche Leute aufgemischt in einem Land, in dem diplomatische Beziehungen nicht so gut sind. Und dann kommen sie hier total betrunken in meinen Palast und bewerben meine Praktikanten. Das sind Abenteuer, die im Reich des Lichtes den Heldenrang haben, und sie werden noch diesen Respekt entgegenbringen. Jawohl, eure Finsterheit. Er verneigt sich so ein bisschen sehr leger und dabei kleckert so ein bisschen was von dem Alkohol auf dem Boden. Nein! Er wendet sich so zu euch, nur zu ihnen. Sie haben es geschafft, diesen Mann zurückzubringen. Ich würde sie ja loben dafür, für die Tatsache, dass sie ihn lebend wieder zurückgebracht haben, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte sie sogar mehr belohnt, hätten sie ihn tot wiedergebracht. Wo finde ich bei Ihnen einen Therapeuten? Nein. Ich benötige keinen Therapeuten. Nein, ich benötige einen Therapeuten. Ich benötige einen Therapeuten. Oh, okay. Verzeihen. Warum entschuldigt er sich, hä? Ja, netter König, vielleicht ist er ein netter Kurator. Chill. Oh, okay, zurück in die Rolle. Was rauch oder was? Nein. Wenn Sie zu schockiert von der Darbietung von finsterer Magie sind, hätten Sie vielleicht nicht in dieses Land kommen sollen. Nun denn. Ich bin nicht wegen das geschockt. Ich bin dagegen geschockt, weil gerade brennendes Fleisch ist. Nein, das Fleisch brennt nicht mehr. Das ist wieder regeneriert. Ja, aber das ist wieder rauszubekommen, wird ein paar Jahre dauern. Kein Problem. Ich habe gute Bedienstete. Norbert hat Hunger. Fuck, was? Nun denn, ich habe ihnen eine Belohnung versprochen, die sollen sie auch erhalten. Jeder von euch erhält einen Sack mit 1000 Goldmünzen. Vielen Dank! Also 5000 in generell Belohnung. Stonks. Upsa. Geben Sie es nicht alles auf einmal aus. Ach, notieren die euch eben. Ich möchte sie kennen. Sie kennen mich nicht. Ich möchte auch hierbei bitte Eve einmal gratulieren. Sie hat die 10.000er-Marke geknackt. Ja. Gut gemacht. Du kannst Geld richtig ausgeben. Ja. Na, dann hättest du damals den Kreditkartenkurs gemacht. Ja. Ich glaube, das bietet sie immer noch an. Weißt du, wie oft ich diesen Kurs in Anspruch genommen habe? Ja, 20 und Mal! Und wie oft du kläglich gescheitert bist. Also, der erste Kurator schaut zu Nocturnum Casimir. Wie, sagen Sie, wie mussten Sie viele Leute umbringen, um ihn wieder zu holen? Casimir, wenn er sich so an... Eigentlich gar keinen. Es hat mich sehr gewundert. Sie haben die Leute abgelenkt und spielerisch dann Frodon wiedergeholt. Es war sehr faszinierend. Sie haben so einen Stuhl gebaut. Und der war richtig... Casimir, komm zum Punkt. Also nein, sie haben niemanden umgebracht. Er schaut auf euch rüber mit so einem prüfenden, noch ein bisschen unschlüssigen Blick. Also...
Vielleicht muss ich Ihnen nächstes Mal eine härtere Aufgabe geben. What? Nun denn, kommen Sie morgen früh wieder hierher. Ich biete Ihnen selbstverständlich wieder die Möglichkeit, sich hier im Palast auszuruhen. Sie können natürlich auch draußen die Stadt erkunden. Morgen früh erwarte ich Sie wieder hier für Ihren nächsten Auftrag. Natürlich, wir werden ja, sehen. Ich muss es jetzt erstmal verarbeiten. Verstanden. Auf in mein Zimmer, erstmal ein bisschen schlafen und es verarbeiten. Also, warte mal, können wir vielleicht noch ein bisschen shoppen gehen? Ja, also ihr könnt jetzt halt die Stadt erkunden, ihr könnt euch ausruhen. Morgen früh ist halt wieder. Ich stehe so neben, ich stehe so neben Kanakion, guck ich an. Ich hab richtig Hunger, Lango. Ja, Digga, lass was essen. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen bei Ashikaga. Ich würde nicht mit ihm mitgehen. So. Seid gegrüßt! Stupid! Vielleicht, Norbert, vielleicht habt ihr in der Stadt das letzte Mal hatten. Cupid, Norbert, ich würde sagen, ja, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen. Wir schauen mal ein bisschen gut hier einkaufen. Okay. Ja, weißt schon, liest schon. Gut. Warte, die Gräfin oder sowas, ja, waren alle auf dem Schiff, ne? Die sind nirgendwo mitgekommen oder sowas, ne? Ne, die sind jetzt nicht mehr auf dem Schiff. Das Schiff ist auch nicht mehr da. Ne, ne, aber die waren da, ja, ne? Die sind nirgendwo abgestiegen oder ja. Ja. Scheiße. Ich hab Angst. Okay, gut, ich... Also, Gnorbit, Cupid und Azariel, wo wollt ihr hin? Was gibt's denn für Läden? Es gibt, wie gesagt, den... Also, es gibt die typischen Waffenladen, einen Laden für finstere Magie und einen Allgemeinwarenladen. Der Allgemeinwarenladen verkauft auch hierbei Tränke und sowas. Oh. Hapa. Also... Wollen wir vielleicht mal den Untergrund besuchen? Ich schaue so Cupid dann mit so einem kleinen Lächeln, wie so ein kleines Kind, das auf den Weihnachtsmarkt geht. Sie wollen tatsächlich den Untergrund besuchen? Ja, ich würde mich da ein paar Waren aneignen. Ja, aber du weißt ja schon, dass wir da eventuell wieder Vampirjäger treffen werden. Ja, und wo ist der Vampir? Stimmt, ja. der ist gerade nicht dabei. Okay, dann gehen wir zusammen in den Untergrund. Gut, los geht's. Ja, warum nicht? Aber naja, es gibt noch andere unglückliche Dinge, die passieren können. Hey, Ashikaga. Yo. Ich würde jetzt auch gerne mal einen Untergrund erkunden. Oh, nee. Yo, lass mal hin. Okay, ich schätze mal, ihr alle schreitet über die Taverne Tränen der Unschuldigen in den Untergrund. Oh. Man muss hierbei sagen, der Untergrund ist heute ein bisschen ungewohnt. Es ist nicht wirklich. Also, es ist dann nicht wirklich wie immer so ein Tumult an verschiedenen Leuten, die so miteinander reden. Es ist ziemlich ruhig. Und die Leute stehen noch mehr so gesittigt nebeneinander. Wenn Gespräche geführt werden, dann eher sehr leise. Ist das wieder schon wieder so sozialer Abstand oder was? Ich will ganz kurz auf so Cupid schon so. Cupid, ist das normal? Eigentlich nicht. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Was ist ganz besonders heute? Ich, Cupid und Norbert sind gerade dezent. Ja, die anderen beiden sind auch mit runtergegangen. Achso. Nein, warte. Die beiden nicht. Ich hab doch gesagt, nur ich, Cupid und ich. Hä, aber die beiden haben doch gerade eben auch gesagt, dass sie da runtergehen wollen. Oh, scheiße. Ja. Also, wie gesagt, es ist sehr ungewöhnlich. Der Untergrund ist ziemlich ruhig und die Leute stehen dort relativ geordnet. Nicht so dieses typische Durcheinander, wo Leute durcheinander reden, sich auch ein paar Leute prügeln oder so. Die Leute gucken euch nicht direkt an. Aber es lässt sich sagen, dass gerade jemand, der so zum Ausgang wird, der so in der Nähe des Ausgangs steht, so an deiner Kutte so ein bisschen zupft. Der ist ungefähr ein bisschen größer als du. Und der trägt halt so eine tief geschnittene Kutte ins Gesicht. Also, Entschuldigung. Ja. Haben Sie vielleicht mal eine Goldmünze für mich? Klar. Ich bin ein bisschen knapp gerade. Ja. Flamm! Okay, möchtest du eine Goldmünze geben? Ja, sicher. Okay, du gibst ihm eine Goldmünze. Das hat jetzt stark dein PG beeinträchtigt. Nee, das ist. Ich hab 1743 Goldmünzen. Ich hab grad die 3 nicht richtig weggemacht und ich dachte, du wärst auch im 10.000er Bereich und reicher als Leaf. Ah ja, so sieht der Untergrund aus. Ihr könnt trotzdem zu den Händlern, weil die Händler scheinen trotzdem zu handeln, aber es wirkt halt generell sehr leise. Warte. Jo, Kanakion, hast du zufälligerweise noch so eine Münze, so eine finstere? Also warte, stopp kurz. Ja? Was passiert denn mit dem Mann, dem ich jetzt die Münze gegeben habe? Nee, jetzt bin ich dran. Ich will gerne wissen, was passiert. Also nein, er hat keine finstere Münze mehr. Doch, habe ich. Hä, woher hast du die? Ach, stimmt, hast du gekauft. Stimmt, hast du ja gekauft. Stimmt, habe ich vergessen. Ich habe 3 Stück gekauft. Ich bin gut vorbereitet. Wäre das zufälligerweise möglich, dass wir vielleicht mal gucken, für mich ein neues Schwäch zu holen? Ein Schwäch? Ein Schwäch?
Ein Schwert. Sind deine Alten nicht mehr gut? Naja, das eine ist schon so ein bisschen behindert. Und das andere auch. Also ich würd mich schon sehen, ein neues zu kriegen. Okay. Kann ich denn die Alten haben? Na klar. Dann macht er sich dann so ein extra Super-Katana. Kann ich, Leon, ganz kurz out of character, kann ich auch beide Katanas so dual-wielen in dem einen, in der einen Hand? Nee, weil soweit ich weiß, hast du ja nur Sachen auf Dolch. Und du kannst das Schwert auch gar nicht skillen, meine ich. Du also kannst die Dolchwaffen haben. Aber langer, du kannst die verhökern. Auch wieder mal. Ich hätte schon gern so den Dual-Wield-Ding gemacht. Oh, das wäre cool. Das wäre schon geil gewesen, aber boah, ich weiß nicht. Kann ich ihm ein bisschen was beibringen, dass er wenigstens 10 Punkte auf. Nein. Also, was wolltest du fragen, Enderman? Was bevor ist wir jetzt mit denen in den Handel gehen? Ich habe ihm jetzt eine Münze gegeben. Dankeschön, er dreht sich so von der weg und wendet sich wieder an so einen Verkaufstisch, wo sich ein paar Leute unterhält. Gut, also wollen wir jetzt. Oder sollen die anderen erstmal was sagen? Also, erstmal. Lass mir erstmal. Weil Paddy und Schein gerade geredet haben, würde ich sagen, machen die erstmal das mit den Waffen. Ja, klar. Dann einfach nur ein bisschen Struktur drin haben. Ja, was wollt ihr beiden machen? Ihr wolltet zum Waffenhandel jetzt, oder wie? Ja, genau. Zum Affenhandel! Ihr schreitet also, rüber zu diesen Ork. Ich will es jetzt nicht versprechen mit der Gefallensmütze, weil die ist sehr. Naja. Wenn wir da ein krass gutes Schwert rauskriegen, okay, vielleicht, aber sonst. Ja, sonst nicht, nee. Also, ihr trittet rüber zum Ork, der spricht auch direkt an. Ich kann euch weiterhelfen. Ah, moin. Er guckt dich direkt sehr unbeeindruckt an. Ist doch was drauf oder was? Nein. Was du möchtest, habe ich dich gefragt, nicht nach der Begrüßung. Können Sie bitte mal Ihr Sortiment sehen? Selbstverständlich können Sie das. Was wollen Sie, was suchen Sie denn? Geben Sie mir was. Langschwerter oder allgemein Schwerter. Schwerter, na gut. Nein, warten Sie, wir wollen nicht irgendein Schwert. Wir wollen das allerbeste Schwert, das sie haben. Das allerbeste Schwert. Und ich gucke ihn halt mit tiefroten, sehr kleinen Augen. Ich will dein allerbestes Schwert haben. Er merkt hundertprozentig, dass es Stones sein. So, das merkt halt direkt an. Überlegt vielleicht, wie er da möglichst gut noch Profit rausholen kann. Also das allerbeste Schwert habe ich jetzt nicht. Ich habe viele gute Schwerter. Ich will ihr müsst euch halt aussuchen, was ihr da wollt. Was ist ihr Bestes? Was wollten Sie sagen, ist ihr Bestes? Wie gesagt, ich habe viele verschiedene Schwerter, aber ich kann Ihnen mal ein paar vorstellen, wenn Sie mich ganz kurz in meine Unterlagen durchgucken lassen. Ich bin hier ein. Ja, aber bitte nur die Besten. Ich bin sehr glücklich. Ganz kurz am Überlegen, euch einfach ein Kupferschwert zu verkaufen und das als das größte Ding der Welt zu verkaufen. Dann macht er halt keinen machen. Profit. Ich will wirklich Geld. Ich will ihm klar machen, dass. Nein, auf den, dass er euch halt so ein Kupferschwert für so 3000 oder so verkauft und euch sagt, irgendwie, das ist sonst wie krass. Ganz kurz, ich hatte mir hier ein paar aufgeschrieben. Ist jetzt wieder da oder ist er jetzt gerade weg? Was? Wir sind alle da. Ja, wir sind da. Ich meine, Schein. Ja. Lange, warte, ich weiß, wenn du den Lange. Lange und eine dicke Tüte passen oder wie sieht's aus? Holla! Nee, okay, gut, dann habe ich's noch nicht geschafft. Okay, wir können. Dann müssen wir halt warten. Oder wollen wir kurz Pause machen? Was? Machen wir kurz Pause, würde ich sagen. Okay, ja. Machen wir kurz Pause. Yo, 5 Minuten. Ich brauche mal eben Energy holen. Perfekt, den kann ich. Das können wir so lange darüber reden, dass. Na? Das ist das Bild, was ich jetzt gezeichnet habe. Warte, wo war nochmal? Be right back. Ich verstehe das nicht mit dem Nein. Wir haben alle so Amulett, aber ich habe eigentlich das als Ausfallbildschirm gemeint. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, Eve hat das nicht getragen. Genauso Nein. wenig hab's ich. Schade, Eve, dass du es nicht getragen hast. Eve? Also wirklich toll. Ich werde sagen, dass ich es gemacht habe, aber Cupid, ne, im PNP habe ich die so auf die Schule gekauft. So. Ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung von uns. Okay, was hat uns für ein Schwert gegeben? Gar nichts. Warte, wir machen erstmal kurz Pause. Jedenfalls, zuerst mal, wo wollte ich noch das mit den Auswahlbildschirmen
Bild mitreden. Also das, ich finde das super. Die Frage ist, wisst ihr überhaupt, wer all diese Charaktere sind? Warte. Das kann ich sogar wirklich sagen. Ein Moment. Warte, Pen and Paper, hier ist der Channel, so ein bisschen hochscrollen. Hier. Also das erste ist Gnorbit, dann kommt der wunderschöne Azariel, dann kommt der allerbeste Ashikaga, dann kommt Cupid, dann kommt der geilste von der ganzen Gruppe, einfach Wario. dann kommt Goldschild. Dann kommt dieser komische Dieb, dessen Name ich vergessen habe. Ja. Dann kommt diese Bogenschützin, dessen Name ich vergessen habe. Dann kommt Philandrix. Dann kommt King Dice, dann kommt Nocturnim. Dann kommt die Gräfin. Dann kommt der Typ, der macht Kapuff. Ja? Eigentlich ist das die Oma, die Mutter von Eve. Ach so. Egal. Dann kommt König Bonbon. Nee, das ist Raphael. Wer ist denn Raphael? Ramuel. Ja, dann kommt. Ich hab einfach irgendein Papierjäger genommen. Ach so. Ich bin wieder da. Warte, kommt Papier über Red Zariel, dann kommt irgendein kleines Mädchen, was ich glaube ich damals gegen die Tonic. Starbreeze! Das ist Starbreeze! Ach so. Und dann kommt noch irgendwer anders. Das ist. Wie heißt der gleich nochmal? Deine Bade, der uns verraten hat oder so. Ach so. Klaus von Graben. Aber guck mal, ich könnte alle bis auf 3 aufzählen. Ja. Yep. Ne, 4. Aber sonst könnte ich alle aufzählen. Also. Alter, Wikipedia hat seinen Vater gefickt. Ja, pass auf, warte. Ich konnte jetzt kurz Pause machen vom Fischen. Jetzt kann ich eine hochgehen und dann geht's weiter. Ja. Yep. So. Ja. Schein noch eine Tüte rauchen, oder wie sieht's aus? Ja. Wie viel Elfenkraut hast du noch? Warte. Muss ich gucken. Jo, Alter, wir knallen uns die alle vier gleich in eine große Bong rein, Alter, und dann geht's los. Boah, nee, ein bisschen was müssen wir jetzt noch aufbewahren. Ja, okay, dann machen wir gleich noch einen halben Kopf und dann geht das drauf. Ja, vielleicht nicht sofort, aber ja. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wenn noch kein Kampf aufsteht, dann geht das los. Ja, wenn ein guter Zeitpunkt ist. Ja, am Abend eine gute Nachtfluppe, würde ich sagen. Weil wir sind ja jetzt gleich, wir sind ja noch ein bisschen unterwegs. Und dann geht das los. So, ich bin kurz eine Rochen. Ja. Yep. Also, jetzt wird wieder aufgenommen. BMP mit Leon, also, und Eve und allen anderen. Ich hätte die Zeit auch einfach dafür nutzen können, um die Schwerter rauszusuchen, habe ich aber nicht. wir hätten hier einmal ein Schwert, welches aus dem Hasana-Sultanat kommt, aber ursprünglich aus Materialien von Nocturna gemacht wurde. Man nennt es die Halbmondklinge. Hierbei handelt es sich um ein Schwert, welches sehr guten Schaden macht, hingegen wenn es in der Stunde der Nacht angewandt wird, wird es noch tödlicher. Um das mal eben in DM-Speak zu sagen. Mit dem Schwert machst du für gewöhnlich 1d15 Schaden. Mhm. Wenn es hingegen nachts ist, machst du 3d15 Schaden. Naja, hier ist doch eigentlich jemand nachts, oder nicht? D15. Also übelst wie Schaden, wenn es halt. Ja, im Reich der Finsternis ist es immer nachts. Jo, kommt dabei aber auch ab einem sehr guten Preis von 6500 Gold. Ich habe dann noch, natürlich ein paar andere Schwerter. Moment. Also. Moment. Ich dreh mich kurz mit der Chicago zur Seite. Von dem Schwert habe ich gehört und ich glaube, das ist gut. Ja, ich denke, wir sollten uns das holen. Aber da gibt's ein Problem. Nein, stopp! Sag das nicht laut! Gottes Willen! Sag's nicht. Alles gut, ich regel das. Okay. Kannst du das für die anderen angucken? Ja. Ich habe so nachgedacht, weil ich kann denken. Ja. Ja, wirklich, du kannst denken. Wollen Sie auch noch die restlichen Schwerter hören oder wollen Sie hier die ganze Zeit anschwuchteln? Nichts gegen Homosexuelle. Mein Vetter selbst ist homosexuell und ich unterstütze ihn sehr. Er hat einen kleinen Teeladen in Arcadia. Das freut mich. Ich glaube, den werden wir mal besuchen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe inständig, dass Sie sich nie meiner Familie nähern. Also wenn du so ein Papier bist, dann ist es in der Nacht ja gut, weil dann bist du ja sowieso streng.
Ja. Okay, wir hören uns die anderen Spiele. Ja, machen wir. Als nächstes haben wir ein kastodianisches Dornschwert. Um Gottes Willen. Man nennt es so, weil Dornen am Griff sind. Kastodianer sind sehr schlau. Es ist sehr mächtig, fügt dem Nutzer selbst hingegen einen gewissen Schaden zu bei der Anwendung. Um das nochmal in DM-Speak zu sagen. Es macht 1d30 Schaden. Halt natürlich beim Critical Hit 2d30. Du nimmst aber bei jedem Angriff 1d15 Schaden. Uff. Oh, es kommt bei einem Preis von 2000 Gold. Wir haben dann natürlich noch das gewöhnliche nocturnische Wachschwert. Macht 1d15 Schaden, kostet 1000 Gold. Normales Ding. Wir haben ein Schwarzeisen-Großschwert. Beliebt unter Schwarzeisen-Söldnern, die hart draufhauen wollen. Ein Zweihänder. Haut hart zu. Man merkt den Schmerz. Der bleibt erstmal die nächsten Tage da. Dann ist er weg, weil der Typ tot ist. Schwarzeisen, wie üblich, natürlich nimmt sämtliche magischen Aspekte für eine bestimmte Zeit weg von den Gegner. Mhm. Es macht 1d40 Schaden und kommt bei einem Preis von 5000 Gold. Mhm. Ein D. Dann 1d40. 1d40? Ja. Und dann haben wir hier noch ein besonderes Stück gerade reingekommen. Wo habe ich das aufgeschrieben? Hier. Die Doppelklinge des Nekromanten. Ein Fachwache aus Nekrotia. Wie man vom Namen vielleicht denken mag. Bin ich noch drin? Ja. Ja. Okay, ja. Ich bin lieber frostig. Es sind zwei Klingen, welche zusammengeführt werden. Einzeln würde ich sie auch nicht verkaufen. Sie sind schadenstechnisch nicht so stark, hingegen haben sie die unglaubliche Kraft, dass sie so verzaubert wurden, dass die Personen, die davon sterben, nach enormer Zeit wieder aufstehen und kurz als Untote für den Kämpfer selbst kämpfen. Also die MSB. Es macht 2d12 Schaden. Wenn ein Gegner stirbt, wird dieser halt als ein 10 HP 1d10 Untoter wieder belebt. Und der agiert dann halt quasi wie ein Golem. Also ihr müsst nicht drauf würfeln, ob der es quasi trifft oder nicht, weil er quasi immer trifft. Macht halt 1d10 Schaden, bleibt aber nur 3 Runden. Aber dann kannst du den quasi wieder beleben. Bei bestimmten Gegnern würde ich den sogar noch stärker machen, weil dann, aber es kommt halt auf den Gegner an. Juh. Aber es sind halt Doppelklingen. Okay, ich hab, wie viel war nochmal bei dem Nachtschwert in der Nacht dann? Halbmond. 6500. Nein, der Schaden. Die Halbmondklinge. Achso, der Schaden, 30, glaube ich. In der Nacht waren das 3d15. 3d15? Ja. Oh, sonst normalerweise 2d15, glaube ich, oder? Nee, sonst einfach nur d15. Nur bei der Nacht wird das halt auf 3 hochgeskaliert. Okay, eigentlich sind die alle gut. Was willst du haben? Also ich würde schon eigentlich... Ich weiß nicht, das Großschwert oder die Doppelklingen sehen mir eigentlich gerade ganz gut im Bilde. Aber im Nocturna ist es immer Nacht und ich denke, so schnell sind wir hier auch nicht wieder weg. Nee, und zur Not kannst du ja deine anderen Schwerter behalten. Oder wollen wir die verhökern? Ich denke, er könnte auch nur ein Schwert behalten, weil ansonsten wäre das... Ja, das hätte ich gesagt. Dann hätte ich gesagt, eins verhökern war mein Schwert, wovon ich mich eigentlich nicht richtig trennen kann. Bob. Ja, verhökert das Schwert, was schlechter ist. Ja, dann hätte ich gesagt... weiß nicht, welches würdest du denn jetzt holen? Also jetzt so out of RP. Ja, mir ist egal, such du dir aus. Ja, ich hätte auf jeden Fall gesagt, dann nehmen wir erstmal das Halbmond-Ding. Das Halbmond-Ding? Ja, und dann würde ich meinen Katana dafür hingeben. Okay, dann würde ich... Warum gibst du nicht einfach das Seelenschwert? Das macht viel weniger Schaden. Das stimmt, ja, stimmt auch wieder. Dann hätte ich gesagt, gebe ich das Seelenschwert hin. Und Seelen haben wir auch nicht immer 24-7 bei uns. Bob. Ja, dann mach ich so. Also haben sie sich entschieden. Ja, also der Preis von der Halbmondklinge war 6000 irgendwas. Wie viel Gold hast du? Das müsste Leon gerade sagen. Gold hast du 3653. Okay, können wir sie mit einem von denen hier überzeugen und ich zeige ihm so eine Gefallensmünze dafür? Mit einer nicht. Aber Frage über Rabatt vielleicht.
Und vielleicht, wenn ich sage bitte, bitte und auf Verhandeln würfel? Schlage ich dir so lange in die Fresse, bis du nicht mehr bitte, bitte sagen kannst. Verstanden? Nee, er meinte auf Verhandeln. Achso. Er hat das. Okay. Also verhandeln, auf Verhandeln, dass eine Münze dafür reicht, das zu kaufen. Oder ja, du musst das verstehen. Und ich habe auf diesen Perk Falsche. Naja, rechne ich mit einem, muss ich dir aber trotzdem um 10 erschweren, weil. Okay. He ain't having that shit. Er hasst euch. 50 oder niedriger. Ich kenne die nicht, ich sag ihn nicht. Also 50 oder niedriger, ne? Für eine Münze verkaufe ich dir das nie im Leben. Das Schwert hat mich sehr lange gebraucht, bis ich das aus Linkfedion das die herholt habe. Wie viel wollen Sie dafür haben? 3 Münzen. 3? Hast mich schon richtig gehört. Kann ich nochmal auf 2 würfeln? Nein. 2 Münzen? Den Handelsversuch hast du schon. Okay. Also wie viel ist es nochmal wert? Kann ich auf überzeugen würfeln? Du kannst ihn nicht mehr davon. Er hat diesen Preis jetzt festgelegt. 3 Münzen oder die 6.500? Du könntest vielleicht was am Goldpreis vielleicht machen. Ich glaub, nein, kann er nicht! Ich glaub, der Goldpreis. Ich glaube, der Goldpreis hätte uns ein bisschen mehr was gebracht. Okay, kann ich sonst. Naja, du kannst auch eine Münze und 4.000 machen, ja. Oder nicht? Ja, sonst eine Münze und 3.000 Gold? Eine Münze und 4.000 Gold. Ah, scheiße, Ashikaga hat 2000 irgendwas, oder? Ja, wie viel Geld hast du noch? Dann steuern wir irgendwas. Also ich kann dir noch einen Taui dazugeben, aber ja, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich kann dir das auslegen, kann ich dir geben, aber dann schuldest du mir was. Mal. Ja, dann schulde ich dir was, kein Problem. Okay, aber nicht irgendwann rausreden. Irgendwann, ich nee, mach wirklich richtig ein bei dir, gut. Wenn ich irgendwann richtig in der Ecke sitze, ja, hast du. Okay, Digga, aber auf Handstand. Auf Handschlag machen wir jetzt, ne? Ja, auf Handschlag. Machen wir auf Handschlag jetzt. Okay. Dann gebe ich dir 1000 Gold und eine Gefallensmünze. Okay, gut. Und dann reiche ich das dem Händler. Okay. Ja, das heißt, du hast jetzt noch. Oh, fuck. Du hast jetzt noch. Er hat 653 noch, Gold. Und vielleicht das. Ich muss kurz bei. Und dann reiche ich dir mein Seelenschwert und dann können wir das noch verhökern. Ja, okay. Und du erhältst die Klinge des Halbmondes und die Halbmondklinge. Mhm. Aber du gibst ihnen ja sowieso dein Schwert, also mach das. Du hast die jetzt. Okay. Ist mehr so ein gewulbenes Langschwert. Mhm. Hat so halt die Verzierungen von so aneinandergereihten Halbmonden drauf. Mhm. Die halt so in weiß auf schwarz graviert sind. Es ist kein Schwarzeisen, aber es hat halt so einen dunklen Teint. Ist ein sehr schickes Schwert. Hm. Okay, Jungs, können wir jetzt bei uns weitermachen? Naja, warte mal. Habe ich jetzt dem Händler ein Schwert gegeben oder Schein? Schein. Weil dann können wir das doch schnell verhökern. Ja, dann würde ich das jetzt an ihm verkaufen wollen. Na, zeig mal her, das Ding. Ah, okay. Yeah. Ich sehe schon, seelenabsorbierend. Ich schätze mal aber nicht direkt beim Tod, das muss ich mit einbeziehen im Preis. Ich mach dir 2000 und damit bin ich großzügig. Ich würde es nehmen. Kann ich nochmal auf verhandeln? Oder? Auf was? Auf wie viel? Ich bin Hasana, mein Freund. Auf wie viel möchtest du unterhandeln? Ich möchte hochhandeln auf 2500, das ist mir dafür abhängig. Achso. Okay, ich würde es wieder um 10 erschweren, einfach weil der gerade keine so gute Meinung von euch hat. Ja. Also 50 oder niedriger? Der keine gute Meinung hat. Also 50 oder niedriger? Ich hab 70 okay. drauf. Ich hab 70 drauf. Achso. Hättest du mir gerade eben auch sagen können, Digga. Ich hab gerade eben auch schon auf 50 runter. Egal. Ja gut. 2,5. Dabei bleibt's. Wir sind Eve. Ja, Eve ist kurz rausgeflogen. Da ist Eve doch wieder. Er hält so seine Hand zum Handschlag hin. Ja, ich gebe ihm das nicht. Ja. Respektlos. Ja, das ist so Social Distancing. Man darf doch keine Handschläge machen. Da ist gerade ein Virus im Umlauf.
Wir müssen doch alle Masken tragen. Ist mir scheißegal, ich mach jetzt mit ihm Handschlag. Ja, mach ich auch Handschlag. Ja, ich mach auf Handschlag. Er kann nur einer Zeug zur Zeit seine Hand nehmen auf den. Dann kann ich Triple Handschlag machen. Ja. So weit seid ihr noch nicht mit ihm. Ich mach das. Papa macht okay. Er drückt deine Hand so sehr fest. So doch für Orkwein, das ist sehr fest. Dann gibt er dir so den Beutel mit dem Geld. Darf sonst noch was sein? Nee. Nö, aber... Na, Papa. Wie bitte? Rauchen Sie? Ihr raucht gleich was anderes, Freund. Wir sollten ganz schnell die Biege kratzen. Ich wollte ihm einfach nur einen guten Tabak anbieten, aber okay. Einfach auf geschenkt, als auf Korrektbasis, aber dann halt nicht, wenn er nicht will. Scheint ganz klar nicht zu wollen. God damn it, das kommt auch irgendwann, wo ihr echt mal was auf die Fresse bekommt. Ja. Kommen wir zu den anderen. Was wollt ihr machen? Guck mal, ich bin höflich. Ich biete ihm was an und er will mich dafür schlagen. Wenn er das macht, dann ja, kicken wir ihn komplett. Okay, ich werde dafür, dass ich Norbit. Weil dieses Verhalten lasse ich nicht machen. Nee. Ich, Norbit und Eve, wir gehen jetzt zu der Typ, der Alchemiewaren verkauft hat, ne? Einfach auf Magie waren, aber auch rein zufällig. Magie! Okay, das ist kein Alchemie-Standort, aber es gibt einen Magier-Stand, der halt auch rein zufällig ein bisschen Alchemie verkauft. Magie-Stand! Gut, dann gehen wir halt dahin. Also, ihr alle drei, oder? Ja, klar. Ich meine, was soll ich sonst die ganze Zeit machen? Keine Ahnung, Mann. Ich wurde einfach hier so reingezogen. Nicht, dass ich wieder höre, so, ja, ich war eigentlich die ganze Zeit gar nicht da. Ich war die ganze Zeit draußen. Das ist schon oft genug passiert. Und von wem? Soll ich jetzt hier den Finger auf jemanden zeigen, oder was? Schon. Also ja, komm, weiter. Dafür kommt ihr jetzt die Liste höher, Digga. ihr nähert euch wieder diesen Mann in der schwarzen Kutte, der so diese runischen Tätowierungen an seinen Armen hat. Er schaut wieder so zu Cupid, weil er sie ja bereits kennt. Ah, schön, sie wiederzusehen. Und sie haben Freunde mitgebracht, wie ich sehe. Ja. Ich muss mich nochmal bei ihnen bedanken. Den Vampir-Tipp, den sie mir gegeben haben, war sehr profitabel. Ah, oh, keine Ursache. Was? Oh, nichts. Nichts. Okay. Warte mal eine Sekunde! Nein! Norbert, alles gut. Beruhig dich, mein Junge. Ich schau ihn ganz grimmig an, sag aber nichts. Er faltet so seine Hände ineinander. Haben Sie etwa ein Problem mit den Geschäften, die ich mit dieser jungen Dame führe? Nein. Das will ich auch hoffen. Also. Aber ich werde sie im Auge behalten, das sage ich Ihnen. Ich stehe jetzt einfach daneben und schaue ihn an. Also, wollen Sie auch was kaufen oder sind Sie nur hergekommen zu reden? Ich würde gerne etwas kaufen. Ich weiß, Sie sind spezialisiert auf Magiewaren, aber haben Sie denn auch Alchemie? Ja, wir haben schon mal geredet. Ah, stimmt. Fahren Sie fort. Entschuldige. haben Sie denn irgendwelche Alchemiewaren, Formelblöcke, Bücher momentan im Angebot? Ich habe ein bisschen Schmuggelware, welche ich Ihnen anbieten kann. Größtenteils Formel. Ich rufe zu Cupid, macht er das immer? Ich schreie von hinten, er ist dumm! Was machen Sie hier? Der Ork ruft so einmal rüber, so, die Klappe! Ach, also, meine Güte, ich kenne ihn nicht. Das ist mein Freund. Ja, wie gesagt, es ist nicht viel. Wir haben ein paar Basic-Sachen, wie man einen normalen Golem baut. Das wurde einfach nur auf dem Schiff übergeschwemmt. Wir haben eine Formel, welche den Formelblock... Was war das? Ich habe mir das hier notiert. Kleinen Moment. Welche den Formelblock Stahl bedingt, also dass man damit Stahl, was weiß ich, ich bin kein Alchemist. Und wir haben eine vorgefertigte Formel für was nochmal, im Moment. Habe ich das. Welche Leute er verstärkt, also so, das ist ein Buff quasi, damit kannst du Leute buffen.
Jo. Okay. Aber das ist halt eine vorgefertigte Formel, die kannst du nicht mit anderen Sachen anwenden. Ja, und das mag ich nicht. Sagen Sie. Ich mag sich Support zu sagen. Ich bin kein Support, fick dich. Sagen Sie, wie viel würde denn die. Was ist das gerade? Nein, ich hab grad gestottert, tut mir leid. Wie viel. So eine Scheibe. Wir haben den ganzen Tag. Wie viel würden denn die Formelblöcke Stahl und der normale Golem kombiniert kosten? Zusammen? Ich meine, die liegen hier zwar größtenteils nur rum, aber ich meine, es gibt Interessenten dafür bestimmt. So sagen wir 2,5. Ja. Na gut, hat jemand vielleicht noch eine schwarze? Nein, ich brauche nicht. Kann mir jemand vielleicht, warte mal kurz, ich muss kurz rechnen. Eine Sekunde. Runde einfach grob auf, was bringt ich? Nein, kann mir jemand 758 von euch Gold oder kombiniert 758 Gold leihen? Ich hab. Ja. Ich hab gleich nochmal. Aber, normal. Okay, ich gebe ihn doch, okay. wie viel? 2500, also 758. Warte okay. Mal. Ja. Ich schreibe bei dir einfach gleich 0 hin, weil das kommt. Ja, ich sehe kein Ding. Ja, ich hab nur noch 3000 und so. Glückwunsch, du hast wieder am Anfang, ne? Du hast dich wieder auf 0 runtergebracht. Du hast dich wieder auf unter 10.000 gebracht. Das war mein letzter Magietrick. Geld. Nein, nicht unsere. Nein, nicht unsere also Kreditkarte. Wie viel Geld hast du ihm nochmal geliehen? 758. Okay. Das heißt, Eve, du hast jetzt noch 9.827. So. Ja. Er gibt dir die beiden Bücher mit den Vorblöcken. Du gibst ihm das Geld. Alles gut. Darf es sonst noch was sein? Daher. Nein, war genug. Ich werde sie im Auge behalten. Nur so, zur generellen DM-Information. Wollt ihr noch irgendwas im Untergrund machen? Ja, ich wollte mich umhören, ob da irgendwas, weil es ja so ungewöhnlich ist dort. Ja, okay, gut, das reicht. Das wollte ich nicht sich. Ja, tut mir leid. Nein. Das war schon mit eingeplant. Er lehnt sich so leicht vor zu Cupid. Kleiner Tipp, an ihrer Stelle würde ich jetzt ganz schnell verschwinden. Wie denn das? Er setzt sich wieder so auf und er tut so, als hätte er dieses Gespräch gar nicht geführt. So, vielen Dank, dass wir uns beehrt haben. Wir sehen uns dann. Vielen Dank für die Geschäfte. Schönen Tage noch. Eve, Cupid, was hat er gesagt? Hört auf, da rumzulabern und raus! Ja, gut, dann wir gehen jetzt einfach. Also, ihr wollt gerade zum Ausgang schreiten, als ihr von so. Als ihr von mehreren Leuten quasi so zu Boden getackelt werdet, also so runtergedrückt werdet, hinterhals, wohlgemerkt. Und er liegt da jetzt so auf dem Boden gedrückt, habt nicht die Möglichkeit, zu euren Waffen zu greifen. Ihr hört, wie leise Schritte so hinter euch näher kommen. Und identifiziert die Schuhe, die vor euch stehen, als die von eurem guten Freund King Dice. Meine Freunde! Schön, euch hier wieder zu sehen! Ich möchte die Pistole anwenden! Oh, das würde ich Ihnen an Ihrer Stelle nicht empfehlen. Ich hab's nicht gesagt! Ich hab das dir gesagt. Egal. Cool. Würdest du ja auch trotzdem nicht empfehlen? Ah, fuck, jetzt werden wir jetzt so eine Text-Dungeon gesendet. Einer auf den. Du kannst ja kämpfen, aber deine Kameraden nicht. Ja, meine Fresse. Fuck, jetzt werden wir zum Text-Dungeon gesendet. Oh ja, der Text-Dungeon. Er kniet sich so ein bisschen zu euch runter. Ich wusste gar nicht, dass sie so aktiv hier im Untergrund sind. Sie haben sich ein bisschen Namen gemacht. Besonders die nicht. Dame und der Hasana-Herr da hinten. Was für ein Zufall. Ich wusste gar nicht, dass sie mehrere Leute brauchen, um uns zu fangen, aber okay. Er zieht dir so eine richtig fette Ohrfeige. Es brennt! Tut mir leid, hab ich den Bein so mit. Ich kann mich nicht erinnern. Ach du Mann! Scheiße, das Zwiebel! Das hat sich gewöhnt, mein Gesicht! Beruflich machen! Oh fuck! Er hat die nur eine Ohrfeige machen! Alter, sorry! Ganz persönlich kurz was sagen. Langsam mag ich
Ich verkörpern soll. Und ich sehe, und Kindles, und fuck, sowas von geknechtet. Und genau wissen, dass du damit gemeint bist. Wow. Das ist die erste indirekte Morddrohung, die ich als DM erhalten habe. Also, ich meine, es kommt, ich warte drauf, bis meine Eltern gleich reinkommen. Was ist los, was tut weh? Das wäre ein bisschen zu einfach, mein Freund. Fuck, Alter. Zu einfach. Ja, da. Also. Das wollte ich nur gesagt haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Leute in meiner Nähe so einen Ton erheben. Besonders nicht, wenn sie in so einer Situation sind. Er steht wieder so auf. Ich bin hergekommen, um Ihnen gute Nachrichten zu überbringen. Ich vergebe Ihnen. Dieses kleine Debakel auf dem Schiff. Nicht, dass Sie mich grundsätzlich besiegt haben, sondern dass Sie eher den Anstand hatten, noch danach auf mich hinabzublicken. Ist doch Schnee von gestern, nicht wahr? Er hat doch niemals auf sich hinabgeblickt. Also ich würde sagen, damit sind wir quitt. Ach, quitt würde ich jetzt noch nicht sagen. Ich würde sagen, versöhnt. Wissen Sie, so wie die Zusammenarbeit, die wir vorher hatten. Ja, und dann ist mir so eine kleine Sache wieder aufgefallen. Herr von Chaase, Sie haben mir davon so einer Sache über Ramuel berichtet, ja? Habe ich das? Ja, erinnern Sie sich, Sie haben mir davon einen Fluch erzählt? Nein, ich erinnere mich echt nicht mehr dran, jetzt ohne Scheiß, was habe ich gemacht? Digga, du hast mir von dem Fluch erzählt, den dieses Amulett da herbeiruft, aber halt sehr vage nur. Ich habe gesagt, dass ich eine Vermutung habe, möchte ich hören. Ja, hast du aber zu ihm gesagt. Ja. Also, Sie haben mir davon erzählt. Ja, das habe ich. Und das habe ich. Das hat mich innerlich. Ich weiß, dass Sie mir das gesagt haben, Sie kleines Miststück. Böse. Sehen Sie. Und das hat mich überlegen lassen. Sie sind doch gute Freunde mit Ramuel, nicht wahr? Also, ja, schon, aber... Einfach, wenn Sie nicht noch eine gefeuert haben wollen, sagen Sie einfach... Das Ding wenn Sie ist nicht noch eine... Wenn Sie nicht noch eine gefeuert haben wollen, antworten Sie einfach mit Ja oder Nein. So Sie einfach ist genau, das. Genau, dass sein Titel Ramuel der Lügner ist. Aber ich sehe das Freund an, ja. Er klatscht dir einfach noch eine. Du hörst mich einfach nur sagen, beantworte doch einfach seine Frage. Ich doch. Heißt der Lügner, das ist der Punkt. Deswegen weiß ich brauche keine 3 Jahre. Ich weiß, wie er heißt, verdammt nochmal. Okay. Ich weiß, dass er ein Lügner ist. Er hat mir mehr genommen, als Sie vielleicht denken. Und er wird es in Zukunft auch tun. Ja, deswegen. Jetzt feuert er dir eine. Er geht einfach einmal die ganze Reihe durch mit Klatschen, Digga. Ich hab damit nichts zu tun. Ich meine, wer King Dice droht, hat echt eine gewischt verdient. Also. Sagen wir so, ich hab keine sonderlich gute Beziehung mit King Dice. Ja? Mit Ramo, ich hab das durcheinander gemacht, Digga. Ja, okay, haben wir verstanden. Aber ihr seid Freunde mit ihnen. Und wir haben uns doch gerade versöhnt. Sie wissen schon. Und deswegen, als neu versöhnt, bin ich der Meinung, dass wir unsere Beziehung bessern sollten. Ja. Finden Sie nicht auch? Also, wir sind noch ein bisschen auf dem falschen Fuß aufgetreten. Ja. Also habe ich mich dazu entschieden, Ihnen einen Auftrag, mehr eine Bitte zu geben. Ja. Sie sollten mehr über das erfahren, was Ramuel hier macht. Ich brauche Informationen über den Kerl. Er hat irgendein Geheimnis, was ich nicht ganz verstehe. Und das möchte ich wissen. Haben Sie das soweit verstanden? Also, ja, kurze Anmerkung. Ich hab. Warte. Oder war ihr kurz weg? Was? Ich hab gerade nichts mitbekommen. Du warst kurz weg. Ich glaube, du warst kurz weg. Also, okay, ich hab gar nichts. King Dice, ich kann Ihnen versichern, dass Ramuel eine Macht hat, die ich nicht verstehe. Ich war vorhin. Das ist nicht mein Problem. Ich war vorhin auf einigen Leon. Illegalen Mitteln und Leon. Möglicherweise hat er. Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Worum es geht. Er meinte, dass ihr jetzt für ihn Ramuels finsteres Geheimnis herausfinden sollt, weil er anscheinend irgendwas hat, was er verheimlicht. Also, Kinders, mich interessiert das ebenfalls, deshalb werde ich nicht ablehnen. Allerdings, ich habe vorhin auf einer Substanz einen Witz gemacht. Ramuel ist komplett ausgerastet, in der Luft geschwommen, hatte irgendwelche Schwarzmagie um sich rum und ich habe mich eingeschissen. Aber ja, klar, machen wir für Sie. Ich würde sagen, das ist ein Sie-Problem und nicht ein Ich-Problem. Ja, okay. Aber es freut mich zu wissen, dass die Zusammenarbeit weiter herrscht. Ja, und ihr werdet so am Rücken so hochgehoben, sodass ihr wieder stehen könnt. Ey, nicht da, das habe ich meine fucking Kopf verwandt. Okay, oh, Scheiße. Ich habe eine Frage, King Dice.
Also unser Auftrag lautet ganz genau herauszufinden, was Ramuels dunkles Geheimnis ist. Ja. Genau. Genau so. Genau so, wie ich es gesagt habe, ist es. Wenn sie irgendeinen dummen Witz jetzt in dieser Sekunde machen, werde ich ihnen ihren Kopf absäbeln und den Rest meines Lebens als Sexspielzeug neben meinem Thron stehen haben. Also haben sie doch einen Sex-Dungeon! Ich möchte keinen Witz machen, ich möchte einfach nur wissen, ob unser Auftrag genauso lautet, wie sie es eben so gesagt haben. Sie sollen herausfinden, was für Dreck er am Stecken hat und es mir mitteilen. Soll ich das noch aufschreiben? Ich kann nicht lesen. Ich glaube, aufschreiben wäre so vielleicht sogar sehr gut bei den zwei. Dann nicht, dass es dann später, nicht, dass es dann später wieder heißt, ihr hättet aber noch das und das machen sollen. Ja gut, machen wir weiter. Ja genau, das was also, ich wissen. Also ich will genau das wissen, ob wir nur das soll, machen sollen oder nicht. Das, dass wir dann, also ihr sollt niemanden um... Es ist einfach nur, ihr sollt herausfinden, was für Dreck er am Stecken hat. Ja, das ist der Auftrag. Okay. Gut. Freut mich. Ich dachte, wir würden mehr Probleme gegenkommen. Jetzt, wo wir uns so schön versöhnt haben, kann ich Ihnen ja auch ein paar Neuigkeiten erzählen. Oh, Sie wissen ja... Oh, Sie werden sich gleich sehr freuen. Ja. Sie wissen ja, wie ein König immer seine rechte Hand hat. Meistens ja. Ein General oder ein Offizier oder vielleicht auch einen Verwandten, den er sehr nah schätzt. Ja. Sehr ähnlich. Und bei den Königen der Unterwelt ist es auch nicht anders. Sie haben alle ihre rechte Hand. Black Steel hat irgend so einen ehemaligen Eidbrecher, den er wertschätzt. Die Gräfin irgend so einen ihrer Söhne. Finch hat diesen Loser mit diesen kaputten Stiefel. Was weiß ich, er hat nicht auf mir geredet. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mir auch mal einen kleinen, wie soll ich sagen, eine kleine Machtverstärkung zu holen. Sagen Sie jetzt nicht, ist es Azariel. Nein. Was? Ja. Ja, Azariel war die ganze Zeit King Dice Boy. Großer Plot. Ja, genau. Wenn ich... Es ist erstaunlich, wie man heutzutage alles mit Geld kaufen kann. Wenn ich ihm vorstellen darf... Meine neue rechte Hand, Zinandrix, der Totenflüsterer. Und der Mann, den du, Azariel, gerade eben die Münze gegeben hast, dreht sich so um, nimmt seine Kutte ab und du kennst dieses vernarbte menschliche Gesicht. Das Gesicht, welches du dein ganzes Leben lang in deinen Träumen siehst, als den Mann, der deine Mutter umgebracht hat. Der kranke, wahnsinnige Nekromant, der Winheim unsicher gemacht hat und sogar bei den einst ein General des ersten Kurators war. Er schnipst so glücklich die Münze hoch und fängt sie immer wieder. Er winkt dir auch so leicht so, hallo Azariel. Schön, hallo, wieder zu sehen. Ich werde deinen Kopf vergewaltigen, wenn du tot bist. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag hier. Ich werde dann. Oh, wow! Die ganze Nacht! Ja, oh shit! Gut, wie geht's dir so? Wir haben dich geschlagen. Es ist sehr interessant! Ich bin am Kopf! Ja, also sag mal hier. Es ist sehr interessant. Du benimmst dich genauso wie deine Mutter. Wälzt die ganze Zeit herum, weißt aber nicht, dass du der Verlierer in dieser Situation bist. Ja, und du weißt nicht, dass du schon lange tot bist, keine Seele hast und dein Maul halten solltest. Nein, das Azariel, das ist nicht nett. So redet man nicht mit einem langen Bekannten. Er ja, schnipst so und die, Leute, okay. die Leute. Okay, gut, red aus! Ich, ja, okay, dann reich ihm so die Hand so, ja, okay. Ist okay. Hat nicht mal deine Hand irgendwas. Lass mich doch einfach aussprechen, okay? Lass mich einfach. Er schnipst und die Leute, die ihr da gemerkt habt, die so alle komischermaßen in Reihe und Glied stehen, die alle still waren, fangen sich an so umzudrehen und ihr seht so deren untote Visage, wie sie so langsam rumhängen. Das war ja also, sag mir, soll ich sie dich jetzt konsumieren lassen und deine Seele ernten? Oder sollen wir das noch später verschieben? Ja, ich dachte, ich habe meine Seele an einen wahnsinnigen Alchemisten verkauft. Das hat niemand gehört. Nein, wir machen es später, ne? Ja, kann man mal machen. Das wird alles echt noch schlimmer, ey! Ja. Nein! Er schaut so zu King, das ist, wie du gesagt hast, maßlos zurückgeblieben. Ich werde deinen Kopf nehmen, deinen wunderschönen Mund öffnen. Sag, Azariel, du hast wirklich Probleme mit Köpfen, ja? Es scheint mir allmählich so, als war es ein Fehler, deine Mutter umzubringen, indem ich ihr den Kopf abhacke. Naja, pass auf. Deine Lippen sind so riesig. Kurze Frage, hätte ich ihr das Herz rausgerissen, würdest du mir mit derselben Sache drohen?
Also, deine Lippen sind so wunderschön, wenn mein Schwanz gut reinpassen. Kinder, das Ausprinzip feuert jetzt einfach rein. Ich mein, den jetzt auslegen. Tut mir leid. Reaktion. Ja, klar, Reaktion. Haben sie gut gemacht. Ich hoffe, ich sterbe bald. Aber nicht an ihm, sondern einfach an einem Herzinfarkt, weil ich mein Leben nicht mehr anhalte. Ging das? Ich hab das nicht gesehen. Können Sie es bei Azari vielleicht zufälligerweise nochmal machen? Oh Gott, es geht so lang um so eine Schlange an Leuten, die so schlagen. Ja. Also, King Dice wendet sich nur dazwischen. Er ist eines der wohl potentesten aller Generäle, wie ich ihn gesehen habe. Und dass er für mich arbeiten möchte, für so wenig Geld, ja, dient mir doch sehr gut. Er ist vielleicht potent im Kampf, aber leider ist er impotent, er kann keine Kinder kriegen. Ah, sag das mal deiner Mutter. Mit ihrer Leiche hatte ich sehr viel Spaß im Nachhinein. Kurz, dass Azariel ihn anschaut, sich selber anschaut, ihn wieder anschaut, kurz daran denkt, schon die Hand ausstreckt, ihn zu würgen, dann wieder einsteckt. Du wirst auch direkt von der Wache davon abgehalten. Dann guckst du den Block auf und schreibst hin, Xenandrix ist noch immer der gleiche. Du denkst, sie lassen mich an deinem Block? Nein, ich schreib das jetzt einfach darauf. So, ist mir egal, ich nehme mir so einen Stift. Ja, ja, der wird dir direkt abgeschlagen und du wirst direkt wieder in den Griff genommen. Kann ich bitte da was draufschreiben? Gut, nein! Nicht. Du bist ein Alchemist, das ist deine Waffe, als ob sie dich da ranlassen. Als nächstes kann Ashikaga auch einfach so sein Schwert rausnehmen und damit so ein bisschen Salami schreiben. Kann ich vielleicht einen anderen, so einen einfach Papierblock rausnehmen oder so ein Stück Papier und so draufschreiben? Ja, Xenandrix, der gleiche Hurensohn. Wenn dich das glücklich macht. Danke. Also. Dann steck ich mein Buch wieder ein, steck den Schiff wieder ein. Ja, cool. Nun denn, wir würden uns dann schätze ich mal verabschieden. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns gesehen haben. Bleiben Sie bei Ihrem Auftrag, dann müssen wir Sie nicht ein zweites Mal besuchen. Vielleicht werden wir uns nicht nochmal gesehen haben, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie nicht so gerne in den Spiegel gucken. Oh mein Gott! An dem Punkt hat das Ariel einfach aufgegeben. King Dice guckt dich so mit einem sehr großen, so, du hast jetzt abgekackt, Digga. Er zieht so einen Dolch von seinen... Ich hab das nicht zu King Dice gesagt, sondern zu dem vernarbten Typen. Oh. Oh ja, das ist noch besser. Er schaut so zu King Dice. King Dice macht so diesen mir doch egal Blick. Warte, stopp. Bevor du das zu ihm sagst, so, ey, Smeiner, verpiss dich von ihm. Ich hab nicht supported, Mann. That's gay shit. Nee, Smeiner. Nicht deiner. Supported. Nö. Was mich ist, ich muss hin. Okay, ja, doch, Helischer Support ist cool, danke. Vielen Dank. Digga, bist du. Ich hab mich voll auf dich. Ich blase so ein Küsschen zu so. Warum bist du so undankbar? That's some gay shit right there. Gut, mach mal. Okay. Wenn du das zu Xenandrix gesagt hast, dann hast du erstmal kein Problem. Der wird nicht mit Fäusten verbal. Gott sei Dank. Ja, aber ich habe es zu dem gesagt, nicht zu King. Außer bei Azariels Mutter. Oh, okay. Ach, wird mal wieder Fist in Trouble gemacht, oder was? Die beiden verlassen den Untergrund und allmählich lassen euch auch die Wachen los. Die Untoten klappen einfach ineinander zusammen und lösen sich wieder in diesen grünen, schwarzen Partikeln auf. Will jemand meine Seele kaufen? Leer. Der Untergrund ist jetzt ziemlich leer. Oh. So, ja, sind hier die Verkäufer und noch so ein paar arme Leute, die so irgendwie dazwischen gerannt sind. Ich will bitte kurz nochmal... Irgend so ein besoffener Typ an so einem Tisch, so, ja, abgekackt, Leute. Da haben wir das! Gut, ich gehe zu dem hin und gebe ihm den Todesblick. Er feuert dir eine. Bitte einfach. Er ist betrunken. Er ist betrunken. Er weiß nicht, was er macht. Oh. Weißt du was? Nein, aus Prinzip mache ich das nicht, weil er ist betrunken. Er weiß nicht, was er macht. Mach's so, bitte, ja. Ich mache das einfach nicht. Ich schaue ihn einfach böse an und gehe. Ich habe nicht verstanden, was passiert ist, aber egal. Wollt ihr noch im Untergrund irgendwas machen? Nein, oder wir gehen jetzt hoch. Alle? Oder ja, nur. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht zu King Dice Sex Dungeon. Ihr verlasst den Untergrund wieder, seid wieder in der Taverne, in der ihr vorher wart, in Animus in Nocturna. Ah, da wo die Animax herkommen. Nein! Ihr habt die Möglichkeit, jetzt euch im Palast auszuruhen oder warte, auch in den Läden zu gucken. Kanakion, yo, was denn los? Ich hab ein neues Ziel. Was denn? Ich möchte King Dice Hoden als meine Trophäe haben. Ich will auch. Azari, wie so ein kleines Kind hüpft auf. Ich auch. Ich hasse ihn. Ja, ich auch. Ja, Kanakion, ich muss dir etwas erzählen. Bevor wir schlafen, Kanakion, wollen wir noch einen rochen?
Ja. Bevor er jetzt das dritte Mal in fucking 4 Stunden mal so rauchen, Digga. Kanaki, und ich muss noch erzählen, warum ich King das jetzt zu meinem Hassfeind gemacht habe. Der Typ daneben, ne? Zinnentrix. Ja. Der hat meine Mutter umgebracht. Und dann ihre Leiche, dann ihre Leiche gegen mich kämpfen lassen und dann ihre Leiche vergewaltigt. Oh, weil er ist eine Kommand. Willst du mir helfen, ihn zu entledigen? Ja. Oh, okay. Perfekt! Also, ja! Und drauf treten! Also wer ist dein Hauptgegner? Dann nehme ich King das als meinen Hauptgegner. Ja, dann nehme ich den Intrix. Ja. Soll ich jetzt einfach Cousin Amar als Erzfeind rausstreichen und King das da einfach auf die Liste? Pack King das auf die Liste danach. Pack King das auf die Liste. Ja, der Erzfeind ist einfach die Liste danach. Sag mal, Leon, ich habe aber keine Wahnsinnspunkte jetzt davon bekommen, oder? Doch, du kannst ja 20 notieren. Was? Weiß nicht. Meint Leon das jetzt ernst? Ja, da hat dein Erzfeind wieder getroffen, der dich traumatisiert hat. Ich werde mit dem ersten Kurator mal ein kleines Wörtchen reden. Ich hab den interessiert das also nicht. Ihr könnt wieder in den Palast, dort könnt ihr ruhen, ihr könnt euch doch mit den Generälen unterhalten, wenn ihr wollt. Meinetwegen sogar auch mit dem ersten Kurator, wenn ihr da fucking. Wenn er Zeit und Lust hat. Ja. Stimmt, wir wollten ja noch was machen. Kanakium, wollen wir was fressen? Ja. Stimmt, ich kann ja nichts fressen. Ich glaube, Azariel verwandelt sich immer mehr zu einem Dämon. Azariel wird immer mehr zu geistig komplett weg. Und einfach mehr zu Habsburg. Ich würde gerne kurz mit dem ersten Kurator reden. Also, okay. Wollt ihr jetzt alle in den Palast? Also ich muss jetzt erstmal. Ich mach jetzt den schlechtesten Joke der Welt. Hey, Kanaki, wollen wir uns was zu essen? Ja. Ihr dürft nicht mehr in den Palast, der Palast ist jetzt euch gesperrt. Okay. Was? Führt euch bitte 7000 Wahnsinnspunkte und bringt euch um. Nein. Ja, geht ihr alle in den Palast? Ja. Ich dachte, wir gehen raus, okay. Und holen uns was zu essen. Im Palast gibt's also kostenlos. Das Brot. Außerdem, du hast noch Köftespieße, die wahrscheinlich langsam vergammeln. Ja, dann lass ich die essen. Ja, also, du isst deine Köftespieße? Nein. Okay, du heilst dich um so 5 Geistesgesundheit und bist nicht mehr hungrig, keine Ahnung. Währenddessen betretet ihr den Palast, ihr seht dort, wie die Bediensteten halt Arbeit leisten. Ihr seht, wie jetzt auch, wie wieder dieser eine Typ, der vorher mit dem ersten Kurator geredet hat, sitzt da an dieser breiten Tafel neben einem anderen Typen, den ihr vorher noch nicht gesehen habt. Das ist ein Ork, welcher sehr groß, sehr breit gebaut ist. Er hat so Runen überall über seinen Körper gezeichnet. Es ist Gul'dan. Es erscheint... Und es erscheint, also seine Augen haben so ein leuchtendes, haben so ein goldenes Leuchten so ein bisschen. Und es erscheint sogar so ein bisschen, als hätte er so einen Heiligenschein. Also, er gibt so... Und er ist weg. Typ steht neben ihm, scheint sich auch mit ihm zu unterhalten. Ihr könnt euch jetzt anscheinend noch mit denen sein Gespräch mit zuhören wollt oder mit anderen generieren, ob ihr pennen wollt, essen wollt, mit dem ersten Kurator reden wollt, keine Ahnung. Ich möchte als erstes mal kurz mit Kasimir reden. Ganz kurz, bitte. Kasimir ist bei sich auf dem Zimmer, aber du kannst da auch hin. Also, dann na gut, ich geh zu Kasimirs Zimmer. Und klopf an. Kasimir! Das macht das nicht wieder. Ja, die Tür ist offen, du kannst da reinsehen. Sein Zimmer ist halt so komplett mehr so eine Werkstatt eigentlich. Stehen so überall Metallstücke rum. Er hat nicht wirklich ein Bett. Das Bett hat er auseinandergebaut. Überall stehen so irgendwelche kranken Maschinen. Blaupausen hängen an den Wänden. Das ist halt wirklich so ein Werkstatt mehr. So, hä? Kasim. Was gibt's? Ich bin am Arbeiten. Ich will dich ja nicht stimmen. Ich hätte eine ganz kleine Frage an dich. Ist das wieder eines dieser Fragen, wo sie mich anschreien werden? Was? Nein. Okay. Wie entledigt man sich am besten einem Nekromanten? Na, man tötet ihn. Wie? Was ist deren Schwäche? Was ist deren Blut? Was saugt deren Blut aus deren leblosen Körpern? Du hörst Vampire wahrscheinlich. Also, ja, so. Also Vampire saugen Blut. Ashikaga guckt so in der Tür. Sagt jemand Vampir? Oh, Sack. Na egal. Also, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Biologie ist nicht gerade mein Fachgebiet. Ja. Aber ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Arbeit. Ich war noch nie so beeindruckt vorher. Dann wünsche ich Ihnen vielen Dank. Tut mir leid, Ihre Zeit verschwendet zu haben. Aber.
Warte mal, welcher General ist noch jetzt im Palast? Ja, also auf jeden Fall, du gehst raus, Kasimir schreibt in sein Tagebuch, liebes Tagebuch. Schon wieder ist ein komischer Typ einfach in meine Werkstatt reingekommen. Ich weiß nicht, ob ich gerade geträumt habe oder nicht. Also, ja, wie gesagt, also Prolin, Nocturna und halt eben die beiden, die ihr noch nicht kennt, die gerade am Tisch irgendwie miteinander zu reden scheinen. Kann ich zu denen mal mich hinsetzen? Also du kannst denen zuhören, wenn du möchtest. Ja, dann höre ich denen zu. Also möchten die anderen noch eigentlich mal, finde ich irgendeinen Bediensteten oder sowas? Ja, Bediensteten laufen da überall rum. Bediensteten-Uhr aussaugen. Nein, ich möchte keinen Bediensteten aussaugen. Ich wollte eigentlich einen Bediensteten fragen, ob es hier irgendwo eine Blutquelle gibt. Also ich habe das jetzt einfach mal so gefragt. Ich frage jetzt, ich habe einfach so random Bedienstete gefragt oder so. Also die Bediensteten selbst sind eigentlich dafür gedacht, dass man sich davon denen nähern könnte, wenn man dann wollte. Oh. Würde es dann also einfach so akzeptieren? Nicht unendlich viele, like einer pro Tag vielleicht, aber. Warte. Weil und das ist einfach so erlaubt. Ja, die Bediensteten sind halt wortwörtlich Sklaven, die da halt rumlaufen. Ja, einen kannst du ja aufnaschen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das darf, weil wenn der erste Kurator sagt, yo, das ist. Ja, du hast das Recht des Stärkeren. Der erste Kurator wird dich definitiv nicht verteidigen. Gut. Nur halt, wenn du jetzt alle anfängst auszusaugen, dann würde dir ankommen und sagen, ey Junge, was? Jetzt muss ich mein eigenes scheiß Essen kochen, wo sind wir hier? Ja, ich würde dann einfach Bediensteten aussaugen, ja. So richtig awkward, weil er sich auch nicht wehrt, er so. Das ist okay, für gewöhnlich wehren sich alle Leute. Ein Liebscher! Ja, bitte! Du siehst einfach nur Ashikaga, wie er zu ihm hingeht. Also, ich mach da mal, ne? Ashikaga selbst fängt so an zu weinen, das ist so weird. Ja, es also, ist halt echt weird, aber ja, ich sauge einfach wirklich so, komplett wie die da einfach aus. So stehen. Und dieser Bedienstete einfach nur so ist. Bitte helfen und wir können einfach nur so stehen und so, Bruder. Also. Nein! Tut mir leid! Oh, Nietzschan! Ja, bitte! Ich bin mal großzügig und sag, du heilst dich um 100 HP. Oh, danke! Bist du auf. Danke! 152 HP. So, danke. Willst du jemand was machen? Wollen die anderen noch was machen oder wollt ihr auch bei dem Gespräch zuhören oder wollt ihr pennen gehen oder wollt ihr was auch immer machen? Ja, ich glaube, es wird langsam Zeit, pennen zu gehen, oder nicht? Ja. Meinst du jetzt? Außerdem muss ich jetzt ein paar Dinge überarbeiten. Aber warte mal, Mart und ich sind wir gerade live? Es sind noch live, ja? Meinst du jetzt in-game Mart oder in-game? Ich meine, du musst einige Sachen verarbeiten. Wir haben jetzt praktisch gesehen. Im Spiel. Im Spiel. Kurz, bin ich bei Mart in der Nähe oder? Ich schätze mal, ihr steht alle in der Haupthalle. Okay, nein, gut, dann ist egal. Okay. Instant Sanity. Okay, also Martin geht pennen. Eve, du auch? Oder wolltest du. Okay, Eve geht auch schlafen. Kanakion? Ich möchte mich gerne mit Enterman dazugesellen. Oder außer Kanakion will jetzt einrochen, dann würde ich mich dazu gesellen. Ja, also ich würde mich zu euch beiden auch gesellen, ja. Ja, okay. Gut. Ihr hört so den beiden beim Gespräch zu. Der Typ, den ihr vorher mit den ersten Kurator reden lassen habt, der in der Diebeskutte mit den Dolchen, redet in so einem sehr teasenden Ton zu den Ork. Also, erzähl mir nochmal die Geschichte. Du wurdest besiegt von jemandem aus dem Reich des Lichtes. So einfach? Der zweite General wurde besiegt und der Ork guckt ihn so übelst angepisst an und der Typ bleibt einfach so, hält einfach so die Klappe, er so, das hätte ich jetzt nicht gedacht, du bist so mächtig und sowas, da denkt man sowas nicht. Der Ork selbst spricht in so einem angepissten Ton, ich glaub's selbst doch nicht. Dieser Typ hatte nicht mal den Anstand, mich umzubringen. Das ist die größte Schande, die mir obliegen kann. Dieser verdammte scheiß Paladin. Goldschild. Ja, also er ist sehr angepisst, der andere Typ scheint auch nicht mehr reden zu wollen, er guckt euch aber an, also der Typ, der gerade mit den Ork geredet hat, er so, sind sie die genau. Neuen Bediensteten, oder? Nein, ja. Wir wurden vom ersten Kurator hier eingeladen, weil wir im Recht des Lichtes als Helden anerkannt wurden, weil wir den Drachen besiegt haben, jetzt haben wir Problems. Sind sie auch Generäle des ersten Kurators? Selbstverständlich doch. Warte kurz, ich muss kurz die Liste der Generäle rausholen, damit ich die. Können wir uns da eine Pfeife anstecken? Mal heißt. Würde ich dir nicht empfehlen? Ist er die Perfektion? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Warte, ich stell die sowieso gleich vor. Wenn ich mich vorstelle, mein Name
ist, wo zum Fick habe ich den aufgeschrieben? Ich bin Calcifer. Man gibt mir den Namen der Verräter, aber darauf brauchen sie nicht zu achten. Ich bin der siebte General unter dem ersten Kurator. Perfekt in leisen Attentäten und darin Dinge verschwinden zu lassen. Ein Saboteur, wie er im Buche steht. sollten Sie meine Dienste gebrauchen, für die richtige Münze bin ich immer zu haben. Der nette Herr hinter mir ist der zweite General unter dem ersten Kurator, Sakor, die Perfektion. Ich krieg so einen halben Herzinfarkt. Der wohl mächtigste auf diesem Planeten, sonst wie, welcher aber anscheinend von einem Lichtwesen besiegt wurde. Er kann den Satz nicht mehr zu Ende brechen, dann schluckt er sich schon, weil der Typ ihn halt so sehr einschüchtern einguckt. Was eine Schande ist, aber hat er überlebt. Dementsprechend darf er seinen Generaltitel weiterbehalten. Was gut ist, wir brauchen ihn. Er ist eine sehr gute Addition zu unserer Armee und scheiße gruselig. Ja, Sie haben Proden zurückgeholt. Ja, das haben wir. Hätten Sie ihn nicht einfach da lassen können? Ich meine, es war unsere Mission vom ersten Kurator höchstpersönlich. Ah, das ist ein sehr guter Punkt. Wegen dem würde ich mich auch nicht anlegen. Es gab einige, die es gemacht haben. Unter anderem Prolin. Es gab einige, die gestorben sind. Unter anderem Prolin. Es gab nur einen, der wiedergekommen ist. Unter anderem Prolin. Es sind Momente wie diesen, an denen ich mich frage, wie dieser Typ es hierher geschafft hat. Und dann fällt mir auf, er kann nicht sterben. Wissen Sie, bis heute haben wir die Wette, dass Prolins Blut wahrscheinlich einen hochprozentigen Alkoholanteil hat. Also sollten Sie jemals irgendwas davon... Blut? Ich denke, das ist nur Alkohol. Definitiv. Haben Sie mal gesehen, wie ihm der Kopf abgeschlagen wurde? Da kommt eine Fontäne raus. In dieser Halle allein ist das schon gut 300 Mal passiert. 300! Lecke mir so die Lippen davon ab, so weißt du. Die Nacht lockt! Komm denn, wie bereits gesagt, ich würde mich nicht mit den Herren hinter mir so unbedingt unterhalten. Er scheint eine schlechte Laune zu haben. Aber sollten Sie meine Dienste brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Er verneigt sich so ein bisschen, sehr leger. Ja. Ich habe von euch beiden schon so viel gehört. Oh mein Gott, ich dachte nie, dass ich euch wirklich treffen würde. Wieso? Du hast von denen gehört? Ja. Von denen? Ja. Echt? Also ich bin wie so ein Wenn Sie ein Autogramm möchten, brauchen Sie mir auch nur 50 Gold zu zahlen. Ich brauche kein Autogramm, ich weiß genau, was Sie getan haben. Ich zahle 50 Gold, damit er seinen Namen auf mein scheiß Schwert initiiert. Sagen Sie, Sie kennen doch sicher Zinnintrix. Oh ja, natürlich, Zinnintrix, den kennen wir doch noch, nicht wahr, Sakor? Der 15. General. Er war ein guter Kollege. Er hat so gut gekämpft. Einmal, da sind wir im Krieg. Wir sind in das Winheimer Dorf, so ein Winheimer Dorf vorgerückt, ne? Und diese Magier waren da so, wir sind Magier und wir werden uns verteidigen und niemand wird was machen. Xerxes hat sie alle umgebracht und Xenandrix hat sie alle auferstehen lassen und damit dann das nächste Dorf platt gemacht. Es war eine schöne Zeit. Der Krieg war so eine schöne Zeit. Ich konnte einfach nichts machen und hab Ruhm bekommen. Ja? Sagen Sie, waren Sie dabei, als er so eine Elfenmutter möglicherweise getötet hat? Wissen Sie, das grenzt seine Taten nicht wirklich ein. Bei dem ein sehr kleiner, viele Elfenmütter bei dem und Väter. Bei dem ein kleiner Junge daneben stand? Das grenzt es auch nicht wirklich mehr ein. Er ist bekannt dafür, dass... Also, wir haben ihm oft den Titel den Waisenmacher gegeben. Und dann ist uns aufgefallen, dass er auch ein Witwenmacher ist. Und dann ist uns aufgefallen, dass er einfach generell Leute wegmacht. Tja, dann möchte ich mich Ihnen vorstellen, ich bin einer der vom Waisen gemachten Waisenmacher. Weise, Deutsch, ist schwer. Oh, Sie haben überlebt? Ja. Ja. Oh. Wir nennen ihn unter uns auch Asari, ne? Verrückten. Na, nicht beschissen, ich überlege mich nur gerade, warum? Das muss ein Patzer auf Zanintriks Seite gewesen sein. Oder er plant irgendwas. Er plant auch immer. Ich kann Sie mir versichern. Wissen Sie, ich habe ihn heute getroffen. Netter Mann. Wollen wir heute alle ein Dating, oder? Jo. Ich danke Ihnen für dieses Treffen, es war wundervoll, wundervoll. Ich muss jetzt aber leider auf mein Zimmer, das ist meine Geister. Er guckt so zu Kanakion und zu Ashikaga, ist der immer so? Er ist immer so, da brauchen sie so gar nicht so fragen. Also, wenn ich das noch einmal höre. Ach so, und nochmal zu eurer Information, er ist immer so. Ich war mir nicht sicher, ob er immer so war. Sakor so, der ist wirklich immer so. Dann muss ich jetzt machen. Ich gehe jetzt einfach auf mein Zimmer. Haben Sie einen schönen Abend.
Er ist immer so! Also, wollt, Ashikaga und Karakium, wollt ihr noch was machen? Wollen wir noch einen rochen, Alter? Digga, das wäre wie gesagt der dritte. Langsam muss ich Sucht einsetzen, ne? Na, Langer, wie sieht's denn aus? Noch einen rochen, oder? ja, kann das von mir aus machen. Jo, dann rochen wir noch. Valoichi okay, ist der also, Lange. Ihr könnt euch alle 10 alle Wahnsinnspunkte abziehen. Also ihr beiden, die anderen nicht. Außerdem, Ashikaga, du kannst jetzt Sucht nach Elfenkraut nutzen als Perk. Geil, Alter. Das heißt, wenn du über einen bestimmten Zeitraum kein Elfenkraut raus, dann wird's das schlecht. Ja, nicht nur, dass du jetzt noch die Vampirfluch hast, du hast jetzt auch noch eine Elfenkrautsucht. Alles war gut, bevor ich ins Reich der Finsternis gekommen bin. Dann bin ich drogensüchtig. Ich werde einen sehr gravierenden Fehler begehen. Oh Gott, jetzt also, kommt. Wollt ihr beiden dann jetzt auch auf euer Zimmer? Also, ich schätze mal, ihr habt das gerade auf eurem Zimmer gemacht, weil in der Eingangshalle des ersten Kuratus einen Joint zu machen, Digga, das ist schon auf einer Stelle wie ein Tango auf dem Minenfeld tanzen. Ich glaube, noch ein Rochen, Alter. Reicht doch mal, Digga. Ist genug. Siehst du aus irgendeinem Fenster, die schreit einfach durch den ganzen Scheißpalast, der erste Kurator schreckt sich so ein bisschen. Es reicht jetzt langsam, kommt schlafen! Noch ein Rochen. Okay, weißt du was? Ab diesem Moment möchte ich bitte einmal deinen, du hast ja einen Zunamen, Azariel, der Sager des S. Dieser wird jetzt umgeändert zu Azariel, der Laute. Ja, kann ich einfach beide haben? Nein. Ja, ich hab's gesagt, ne? Nee, hast sehr du laut. Ja. Ja, sehr laut. Also, wollt ihr beiden jetzt mal pennen gehen oder wollt ihr jetzt einfach die ganze Zeit... Dann langsam geht euch eure Reserve auch leer. Noch ein Rochen oder wie? Ne? Ja, dann gehen wir halt nochmal eine Runde schlafen und dann gehen wir einen Rochen. Ihr schlaft, ah. Verfickt nochmal, Digga. Euer ganzes Gras wird euch einfach im Schlaf klaut, Digga. Fickt euch. Okay. Ja. Ich bewahre meinen Mund auf. Ihr schlaft alle in einem sanften, vielleicht nicht so sanften Schlaf. War ein langer Tag. Ja, wieso soll ihr den Mund verstecken, wenn wir uns einfach rochen können? Ihr schlaft alle ein. Ihr träumt von diversen Sachen. Besonders träumt ihr davon, den DM aussprechen zu lassen. Davon träume ich nachts. Entschuldigung. Ihr Traum wird nie erfüllt. Ich weine mich in den Schlaf. Am nächsten Tag wacht ihr zu den fucking Geräuschen. Ich wollte gerade Vogelzwitschern wieder sagen, aber wahrscheinlich sind es einfach nur Krähen, die irgendwie schreien. Oh, die Korwitz, wie schön. Ich freue mich aufzuwachen. Also so langsam verwandelt sich Azariel in einen Dämon. Also ja, ihr erwacht zu neuem Tage oder Nacht oder was auch immer. In eurem schönen Zimmerchen. Ich werde meinen Arsch jetzt aufbewegen. Geh zu Gnorbit rüber, klopf an die Tür. Morgen, Gnorbit. Seid im selben Zimmer. Morgen. Ja, der erste Kurator ist reich, aber er ist nicht so reich, dass er jeden von euch ein einzelnes scheiß Zimmer gibt. Sag mal. Weißt du, wie scheiß das auf der Steuer ist? Sagen Sie, Winston, wie würden Sie am besten diesen Zenintrix töten, wenn Sie es müssten? Stimmt, den haben wir ja auch noch dabei. Guter Herr, ich möchte Sie wissen lassen, ich bin ein Butler. Warst du noch ein sehr alter? Mhm. Ich würde ihn nicht umbringen. Ich würde mich umbringen. Das weiß ich, aber Sie sind weise. Sie sind extremst gut dafür. Ich bin selbstmordgefährdet. Ja, ich auch. Jetzt halt ich nein, das ich tut mir leid. Ich auch. So, raus geht's. Auf zum ersten Kurator. La, 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 la. Wollen die anderen, also ihr wollt jetzt alle zum ersten Kurator, richtig? Ja. Gut. In der Eingangshalle seht ihr wieder den ersten Kurator. Ihr seht so, wie er sich gerade mit Prolin unterhaltet. Prolin, der wieder hackdicht ist. Ihr wisst nicht, ob er gerade zum Morgen wieder betrunken ist oder ob das noch immer so vom letzten Nacht ist. Aber er ist betrunken. Er redet so mit dem ersten Kurator. Sieh, eure Majestät. Ich will einfach nur sagen, dass ich finde, dass unsere Beziehung sich ein bisschen untergearbeitet hat. Was soll ich denn darunter jetzt verstehen? Sehen Sie, ich erinnere mich noch an früher, vor so 100 Jahren. Wenn ich dort Scheiße gebaut habe, zum Beispiel das eine Mal, als ich auf den Boden gekotzt habe, bei einer Audienz, da würden sie solche Strafen machen wie, keine Ahnung, mich zu verbannen für 7 Jahre nach Custodia oder mich in eine gesamte andere Dimension feuern. Jetzt, da wenden sie einfach nur ihre schwarze Magie an und ich bin tot.
Ich finde, da spürt man nicht mehr die Leidenschaft dahinter, verstehen Sie? Es fühlt sich nicht so an, als wäre ich hier General, sondern mehr, als wäre ich einfach nur so ein Dahingelaufener. Er guckt, er mustert Proden so. Proden, gehen Sie schlafen. Sehr wohl, warum ST. Er torkelt so weg. Er geht so zu euch, er guckt so zu euch und noch so ganz langsam unter seinen Atem so. Die fucking Audacität, die einige Leute hier haben. Also. Seien Sie gegrüßt. Guten Morgen. Entschuldigen Sie. Gute Nacht. Guten Tag. Wie immer habe ich für heute, oder wie jetzt an der Tagesordnung, habe ich für Sie einen neuen Auftrag. Wieder müssen Sie einen General für mich wiederholen. Hingegen wurde mir schon per Brief beteiligt, dass dieser eine weitere Aufgabe für Sie hat, die Sie in meinem Namen erledigen sollten. Okay. Die Einzelheiten hierfür wird Ihnen der General persönlich geben. Der General, um den es sich hier handelt, angesichts der Tatsache, dass ich immer wieder gerne ein Gespräch mit Niveau führen würde, ist Fasupel von den Bergen, ein Mönch. Er ist... Was? Entschuldigen Sie, ich habe sehr viel von dem gehört, ich bin sehr begeistert von ihm. Was? Okay. Er ist ein Mönch, der in den Bergen lebt. Leider ein Pazifist, aber er wird es schon tun. Ich mag die Gespräche mit Ihnen. Sie werden ihn auch mögen, er ist sehr ruhig, sehr entgegenkommend. Er lebt in dem Bergpass zu Grenzen Nekrotias. Sie sollten ihn dort aufsuchen. Okay. Wenn wir machen. Als Belohnung habe ich diesmal angelehnt 10.000 Gold für Sie alle insgesamt. Also nicht für jeden von euch, sondern insgesamt. Gott! Vielen Dank, das ist sehr... Halleluja! Okay, ich würde sagen, wir brechen jetzt erstmal. Ich werde Ihnen selbstverständlich wieder Casimir und Nocturnum beiseite stellen, dass Sie sicher durch dieses Land führen. Okay. Verstanden. Wir werden das machen. Bababui! Wird erledigt! Ja. Brauchen Sie noch irgendwas, oder? Heute ist ein neuer Tag, ne? Es ist ein neuer Tag. Es ist auch einfach nicht. Wieder so ein Scheiß. Ja, Sagen Sie, Herr Astokrator, kennen Sie einen Weg mit einem Gott Kontakt auf? Astokrator? Wie soll ich ihn... Was ist denn noch so? Herr Astokrator, Sir. Entschuldigung. Wiederhol deine Frage nochmal. Sagen Sie, erster Kurator, gibt es eine Möglichkeit, mit Göttern in Kontakt zu treten, ohne zu sterben? Er guckt dich sehr verwirrt an, weil das einfach so aus heiterem Himmel herauskommt. Für meine Forschung, ich benötige ein bisschen Hilfe. Für meine Forschung, ich benötige. Ah, das ist jetzt, ja, ich benötige auch Hilfe für meine Forschung. Sie müssen entschuldigen, die Frage kommt sehr plötzlich. Mit Göttern kommunizieren? Es ist sehr verständlich, wenn Sie mir diese Frage nicht beantworten können oder wollen. Nun, es gibt einen ganz simplen Weg. Ohne zu sterben, selbstverständlich. Sie töten sehr viele Leute. So hat es bei mir funktioniert. Oh. Und wenn Sie... Sie müssen das so sehen, meine Herrschaften. Für die Götter sind wir... Oder sind Sie, sollte man sagen. Ich bin der Champion eines Gottes. Nur Ameisen auf einem Hügel. Wenn Sie die einzelnen Ameisen sehen, interessieren Sie sich doch nicht für das Leben einer Einzelnen, nein. Vielleicht, wenn Sie ein Ameisenliebhaber oder dergleichen wären, würden Sie sich um das Wohl aller kümmern. Ha. Doch, wenn Sie eine Ameisenkönigin oder dergleichen sehen, eine, die aus der Menge heraussticht, oder vielleicht eine Feuerameise unter einen Haufen gewöhnlicher, dann würden Sie diese doch besonders sehen. Sie würde aus der Menge herausstechen. Sie würden sie beachten und vielleicht charakterisieren. Sie würden Interesse an diesem einen Individuum finden. Und genau das müssen sie selbst erreichen. Am einfachsten ist das natürlich, indem sie die Kreationen der Götter ein nach den anderen abschlachten. So hat es in der Geschichte immer geklappt. Wieso ja, Stalin approved. Vielen Dank. Wer ist dieser Stalin? Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ist halt auch alles Promo, ne? Ja, cool. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Ach, vielen Dank, Sie haben mich schon genug. Über diesen Wege eines Champions auf. Nein, es tut mir leid, das kann ich nicht fragen. Du kannst nicht mit einem Gott schlafen, wenn du darauf hinaus möchtest. Nein, ich schaue so. Das möchte ich nicht, aber ich möchte etwas sagen. Eigentlich kann ich mit dem Champion einen rochen? Eigentlich ist es nicht albern gemeint, aber ich möchte dafür nicht hingerichtet werden.
Okay, du, das ist weise, dass du es nicht sagst. Du kannst es ja jemand anderen ich, fragen. Verstehst du, was ich meine? Also es ist ja so gemeint, aber ich will... Ja, ich verstehe schon. Ist es schlau, was du kapierst. Das ist... Im Notfall lieber nichts sagen. So, ich schau jetzt den Rest von unserer Gruppe an so. Jungs, los geht's. Okay. Wir machen uns auf den Weg. La la la, wir sind da. Ihr schreitet raus, es ist wieder ein neuer Tag in, Ein dunkler Tag? Animus. Es ist wie immer dunkel. Der Nacht lacht! Die Goblins sind immer noch da. Draußen warten auch schon Nocturnen und Kasimir auf euch. Sie scheinen gerade so eine Diskussion zu führen. Kasimir so, nein, aber pass auf, du siehst das falsch. Wenn wir es hinkriegen würden, genügend Bomben unter eine Stadt zu packen, ich meine, es ist richtig tief unter der Stadt, nicht so ein paar Meter, wir reden hier von Kilometern, wir reden hier von chirurgischer Genauigkeit, und wir dann diese Bomben in die Luft jagen, könnten wir die Stadt unverletzt in die Luft befördern. Ja. Das wäre taktisch gesehen schlau. Und Nocturnum schaut ihn so sehr genervt an. Du willst einfach nur einen Grund, eine Stadt in die Luft zu jagen. Ich will die Stadt selbst ja nicht beschädigen. Also sie wird beschädigt, wenn sie wieder runterkommt, aber das wäre lustig, wenn sie da oben ist. Das wäre sehr lustig. Stell dir vor, was all die Kinder für Spaß haben werden. Die Kinder, die beim Aufprall sterben werden, Kasimir. Die werden nette letzte Momente haben, oder nicht? Dann schaut sie zu euch. Ah, sie sind fertig. Können wir los? Ja, wir können los. Ja, wir können los. Yes. Ja. Sehr gut. Ihr schreitet zum so nordwestlichen quasi Ende der Stadt und geht wieder durch so ein paar verdörrte Wälder. Schreitet ihr durch. Als plötzlich. Unterhaltet euch. Nein, ich fange einfach. Azariel fängt einfach mittendrin zufälligerweise auf beide Generäle anzusprechen. Wissen Sie, der Mond ist so schön weiß. Der Mond ist so wunderschön. Sehr unschuldig. Was dagegen, wenn der Mond schwarz ist? So sehr, wie kann man so eine Unschuld so sehr verletzen? Und ich höre die ganze Zeit habe ich irgendwelchen edgy Deep Talk. Nocturnum macht es so ein bisschen über dich lächerlich. Den Mond als unschuldig zu bezeichnen, ist ein großer Fehler. Er ist das Auge unseres großen, finsteren Gottes. Oh, er blickt auf uns hinab in Gnade darauf, dass er uns sich jeden Tag einfach vernichtet. Denn das wäre sein gutes Recht. Sie sollten immer den Respekt gegenübertreten, der er verdient. Finden Sie nicht auch, dass er wunderschön ist? Und ich schaue wirklich so den Mond mit richtig einfach komplett fasziniert. Schönheit ist nichts, was darauf zuzutreffen ist. Unter ihrem Helm. Nein, sie hat den Helm nicht mehr auf. Sie hat den weil sie jetzt einmal abgesetzt hat, würde ich sagen, dass sie nicht mehr aufzieht. Weil also wäre es immer weird, wenn sie ihn wieder an- und abzieht. Halt vielleicht im Kampf würde sie ihn wieder aufziehen, aber jetzt so. Weil dann muss ich nicht immer die Stimme machen, das hört sich halt auf dem Stream ein bisschen bescheuert an, wenn ich die ganze Zeit so eine gedämpfte Stimme mache. Deswegen habe ich das auch später nicht bei Goldschild gemacht, weil wenn man ihn einmal absitzt, dann... Das war nur aus Plotgründen, dass sie ihn getragen hat. Und also, ist eine Frau. Ach so, sind das Mandalorianer oder was? Nein, sie kann die abziehen. Ach so, das ist der Weg. Also, das ist der Weg. Schönheit ist keine Bezeichnung für solches. Es ist die Macht des Gottes, der auf uns niederblickt. Also sie schreiten weiter Richtung Bergpass. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja, ihr unterhaltet euch währenddessen, keine Ahnung, Kasimir redet mit euch so, wisst ihr, es ist wie Fußball, aber mit Bomben. Bomben? Ich finde das eine ziemlich gute Idee. Und wenn man ins Tor des Gegners reinbrettert, explodiert es. Ich hatte auch mal die Idee, er spricht so Ashikaga an, für so ein Brettspiel, ja? Sie vom Link Fedu, sie kennen sich ja aus mit so Brettspielen und Kartenspielen oder sowas. Also. Ja. Ich nenne es Counter-Strike. Ah. Das ist folgendermaßen. Man hat kleine Figuren, ja? Ja. Es gibt die eine Bombe haben und die keine Bombe haben. Man würfelt darum, wie viele Plätze sie weitergehen. Und wenn sie aufeinander treffen, dann töten sie sich gegenseitig. Und die Bombe wird fallen gelassen. Das Ziel ist es, die Bombe zu platzieren oder sie zu entschärfen. Und wenn sie dann hochgeht, explodiert das Spielfeld. Und bringt alle Spieler um. Das klingt nach einer richtig guten Idee, aber ich hätte noch eine andere Idee. Wie wär's mit so kleinen Gestellen auf so vier komischen Holz, allgemein Rädern? Und die können so fahren gegen die Bomben und müssen das ins gegnerische Tor machen, wie Fußball, nur auch mit anderen Bomben. Und das würde ich dann Rocket League nennen. Sie sind ein Genie. Sie sind ein verdammtes Genie. Er fängt jetzt direkt an, so zu notieren.
Und ich hab Nocturnum schüttelt so mit dem Kopf, so, oh nein, das wird solche Kopfschmerzen wieder geben. Und also Kasi und ich sind jetzt so, wir halten uns über die ganze Zeit so einen Scheiß. Also, ihr kommt irgendwann beim Bergpass an, vor euch ist halt so ein ziemlich großer Berg, der steil hinauf geht. Jetzt nicht, dass ihr irgendwie Kletterausrüstung benötigt, aber ihr könnt halt den Berg. Es ist halt sehr anstrengend, schon den Berg hochzuklettern. Achso, warte mal, weil ich ja noch einen Bediensteten gekillt habe. Wie viel habe ich mich geheilt? 100. Ah ja, stimmt. 100 wieder. Das heißt, du bist jetzt bei 255. Ihr erklimmt den Berg langsam. Es ist sehr angestrengt. Ihr seid jetzt wirklich körperlich tot. Wir besonders so Gnorbelt und Cupid und so, die sehr viel Sachen mit sich rumtragen. Ah, hat der Sariel Probleme wegen seinem Rücken? Ja, du besonders. Der fucking Rücken, der tut dir richtig weh. Hast du schon die Creme aufgebracht, aber das. Diese Wand hat dich richtig gefickt. Ihr kommt oben an und ihr seht so eine kleine Hütte dort stehen, so eine Holzhütte, die so ein bisschen mit Schnee bedeckt ist. Allgemein, der Berg ist so ein bisschen mit Schnee bedeckt. Vor dem Haus sitzt auf so einem eher kleineren Stein ein Mann im Schneidersitz, so ein Dunkelelf. Ein normaler Elf. Welcher in so Schneidersitz dort sitzt und zu meditieren scheint. Kasimir, spricht so, was ist er? Den suchen wir. Ich find's mal komisch, wenn er sowas macht. Ich weiß wirklich, was er da macht. Also Kasimir, pass auf. Das hier nennt man Meditation. Aber warum meditieren? Macht man das? Warum schläft man nicht einfach? Passen Sie auf, ja? Schlaf bringt einem nicht die Möglichkeit, bringt einem in Träumen, aber Meditation bringt einem die Möglichkeit, Gedanken zu sortieren und Welten zu erkunden, die man nie erkunden konnte. Wenn du immer leise bist und der sich mal konzentrieren kann, aber vielleicht hat er Bock, einen zu rochen. Ich will bitte Aschentage eine scheuern. Ich möchte gerne. Also, okay, pass auf, du scheuerst ihn eine, aber ich möchte, dass du im Hinterkopf behältst, dass er ein trainierter Krieger ist. Ah, stimmt, ja. Okay, dann mach ich's nicht. Ich wollte ihn gerade wirklich, sogar mit Wurf, wollte ich ihn dann richtig fett eine knallen. Stell dir vor, dieser Typ meditiert dann nur so, weil dann hinter ihm nur so, ist er das? Klatsch! Uff. Yep. Er spricht euch so direkt an, so, sie brauchen nicht zu flüstern, ich habe ihre Präsenz schon gemerkt. Er steht so vom Stein ab, er ist so ein eher menschengroßer Elf, was man nicht oft sieht. Er schaut so zu euch. Sie sind die vom ersten Kurator gesendet wurden, richtig? Korrekt. Mein Kasimir und Nocturnum kenne ich bereits. Seien Sie gegrüßt. Hi. Was? Er schaut dich so ein bisschen verwundert an. Er so, ein Mann, der aus demselben Land kommt wie ich. Er verneigt sich so traditionell vor dir, wie man es halt das, so. Das tue ich auch. Ja. Also das macht er auch vor dir, Cupid, weil einfach nicht, um racist zu sein. Bitte treten Sie doch ein, er weist euch so zu dieser Hütte. Ich trete die Tür ein. Nein. Fuck, du bist schon nicht der Priester. Können wir an der Stelle kurz eine kleine Rohrpause machen? Ja, ich würde auch machen, damit machen wir jetzt erstmal eine Pause. Jo. Okay. Alter Kanaki, und jetzt ein Rohren, Alter? Digga, reicht jetzt auch mal langsam. 24-7, nur boah, jetzt geht aber ja hoch hier. Rohr, jo, Alter, Schein, in Real Life, mal ein Rohr oder was? Ja, hab ich schon. Na, ich komm ja vorbei. Jetzt. Fahr ich mal schnell rum. Also. Ja, ich frag Till, der kommt ja noch mit, Alter. Also machen wir jetzt Pause. Jo, okay. Ja, wir machen jetzt erstmal Pause. Das machen wir irgendwann mal unter uns aus. Du kennst Till? Dann muss ich mal kurz mal auf Toilette. So, Aufnahme wird wieder gestartet. Also, ihr betretet die Hütte des Mönchen. Es ist eine eher kleine Hütte. Halt wirklich nur dafür ausgelegt, dass da eine Person lebt. Also müsst ihr ein bisschen quetschen. Ihr setzt euch um so einen kleinen Tisch rum. Der Mönch stellt euch so einzelne Tassen hin und füllt diese mit so einem Tee aus so Kräutern, die wahrscheinlich hier am Berg wachsen. Und setzt sich selbst dorthin. Dort zu euch. Ich hoffe, der Weg war nicht allzu erschwerlich. Der Weg wird kein weiter sein. Mein Rücken ist zwar halb kaputt, aber... Der Weg wird nur steinig und schwer. Ah ja, denn nicht mit vielen werden sie einig sein. Ich bringe mich... Weißt du was, ich will bitte Dragona aktivieren und alles abfucken. Nein,
Abgelehnt. Du setzt dich jetzt hin. Ich kann es. Aber ich will es. Nee, ja, nicht. Abgelehnt. Du okay, setzt gut. dich jetzt hin. Okay, gut. Sehen Sie, auch mich hat selbstverständlich die Nachricht unseres finsteren Herrschers erhalten. Er möchte ja, zu irgendeinem Rat raten. Hingegen habe ich ein kleines Ding hier in der Gegend. Wenn Sie nördlich runter vom Berg blicken, finden Sie dort eine kleine Stadt. Gerade auf der Grenze, gerade genug auf der Grenze, um noch als Nekrotia-Stadt bezeichnet zu werden, hingegen mit einer eher verzwickteren Geschichte. In dieser Stadt, so spüre ich es, angesichts meiner Verbindung mit der Natur, wird in 3 Tagen etwas Furchtbares passieren. Etwas, was nicht nur das Schicksal dieser Stadt, sondern das Schicksal der umliegenden Umgebung, der friedlichen Natur und des Friedens selbst schaden könnte. Oh nein, nicht mal auf ein Drache. Spiel doch mal so ähnlich irgendwo. Ja, also basically nein, der Mond kommt runter. Oh, scheiße. Nein. Was genau dort unten vorgeht, weiß ich nicht. Hingegen werde ich mich dort nicht runtergeben können. Sehen Sie, meine pazifistische Natur verbietet es mir, jeglichen Wesen irgendwelchen Schaden zuzufügen, welche mir selbst nicht nach Schaden sehen. Darum habe ich nach Ihnen bitten lassen. Ich möchte, dass Sie in diese Stadt gehen und herausfinden, was dort los ist. Vielleicht das Übel, welches in 3 Tagen erwartet, ablenken. Sollten Sie dies schaffen, werde ich Sie selbstverständlich dementsprechend entlohnen. Wissen Sie, ich würde okay. sehr gerne Ihren Weg befolgen können. Es scheint, dass Sie Frieden gefunden haben. Das würde ich auch eines Tages gerne können. Kasimir kommt so dazwischen. Es ist ganz einfach. Hast du schon mal Sachen in die Luft gejagt? Das ist vollkommen Nein. befriedigend. Sachen in die Luft, da bin ich dabei. Los geht's! Er ist besiegt. Nein. Nein, entschuldigen Sie. Goddammit. Er lässt sich zu leicht zu überreden, dieser dumme Idiot. Es reicht. Es reicht. Achso, ich habe vergessen anzuwählen. Er ist immer so. Gut. Nimm jetzt das Blutbuch raus und lest das. Der Mönch legt so seine Hand auf das Buch. Nicht hier. Okay. Die steckst wieder ein. Mach's draußen hoch. Nein, bitte ganz weit weg von hier. Warum in erster denn? Linie sollte ihr Augenmerk auf ihre Aufgabe halten. Die Stadt dort unten, Segmentum, wird regiert, wurde nach dem Krieg und nach einer jahrelangen Umsturzgeschichte nur mittlerweile von 3 Art Parteien, wenn wir sie so nennen können, regiert. Wir haben 2 Großfamilien. Die erste, die dort ansässig ist, die Klammer. Muss ich hier meine krassen Mitschriften rausholen. Wir haben einmal die Familie Xenin. Die erste Familie, die dort war, war die Familie Fari. Eine hier ansässige Großfamilie. Größtenteils bestehend aus Orks und vielleicht auch ein paar Elfen, welche adoptiert wurden. Sie haben eine sehr große Adoptivgeschichte, gerade nach dem Krieg. Die Fari sind bekannt für ihre Dunkelmagie und Nekromantie, welche sie oft verbinden zu Blutmagie oder dergleichen. Hingegen haben sie diese barbarischen Tugenden mit Opfern und dergleichen schon lange liegen lassen. Dann gibt es noch die Familie der Xenin. Dies ist eine Familie, welche ursprünglich aus der Handelsrepublik Serpentia stammt. Ein Haufen Freihändler, Sklavenhändler, gute Menschen, die vielleicht einen guten Kern haben, aber eine schlechte Vorkehrung, dies zu zeigen. Aber reiche Menschen, die Wirtschaft dieses Dorfes sehr angekuppelt haben. Natürlicherweise sind die beiden Familien einander sehr abgeneigt. Es führte oft zu kleinen Bürgerkriegen in dieser Stadt. Oh, weswegen von außen nach einiger Zeit, ich weiß nicht mehr von wem es war, entweder war es vom ersten Kurator oder vom obersten Todbeschwörer, einer von beiden, hat einen neutralen Bürgermeister dort eingesetzt. Den gewissen Herrn Pavel Rokowski. Er ist kein Russe. Aber ich werde ihn definitiv mit Akzent sprechen. Er das war mir so klar. Ja, komm, ihr kennt meinen Akzent. Er stammt ursprünglich aus Nocturna, weswegen er sich perfekt als Zwischenhändler eignet und sehr oft die beiden Parteien niedrig hält.
Ich weiß nicht genau, was dort unten abgeht, aber irgendetwas wird in 3 Tagen dort passieren. Vielleicht können sie herausfinden, was dahinter steckt und es rechtzeitig verhindern. Die Bürgermeister sollten ihnen, also die Bürgermeister und die Familienoberhäupter sollten ihnen offen gesandt sein, wenn sie ihnen erzählen, dass sie von mir und vom ersten Kurator selbst geschickt wurden. Verstanden. Okay. Wenn möglich, ich weiß, das ist sehr viel verlangt von Abenteurern, die selbst einen Drachen besiegt haben. Und ich verlange auch gar nicht, dass sie mir dies versprechen, aber versuchen sie, wenn möglich, kein Blut zu vergießen. Genau, danke. Wir können nichts versprechen. Selbstverständlich, das verlange ich auch nicht von Ihnen. Wir versuchen alles ohne Blutvergießen zu machen. Ja. Das ist ein ehrenvoller Weg, den ich... Das ist eine ehrenvolle Lüge und du ein weißt ehrenvoll... es. Ob es eine Lüge sein soll oder nicht, wenn sie dies in dieser... Ich möchte bitte, dass du vorher deinen vorherigen Satz noch aussprichst, weil Enterman hat dich ja nicht aussprechen lassen. Ja, darauf, das sagen wir ja gerade quasi sagen. Es mag vielleicht sein, dass sie eine blutige Vergangenheit haben, doch der Weg zur Absolution, zum Frieden ist immer möglich. Sie haben vielleicht in der Vergangenheit blutige Wege beschritten, doch ich erkenne, dass gerade Landsmänner von meinen Delling-Fedonistie und Wesen des Lichtes, welche im Frieden aufgezogen wurden, die Möglichkeit haben, Frieden walten zu lassen. Das ist die Bitte, die ich Ihnen gebe. Sie haben sie nicht zu befolgen. Sie werden keine Vorteile erhalten, sollten Sie friedlich meinen Auftrag erledigen oder sollten Sie ihn generell erledigen, bis auf die Belohnung, die Sie erhalten werden. Doch ich bitte Sie inständig, so wenig Leute wie möglich Schaden zuzufügen. Es sei denn, selbstverständlich, ihr Leben selbst steckt in Gefahr. Verstanden. Alles klar. Wir schauen mal, was sie machen können. Sehr wohl. Ich lege sehr viel Hoffnung in sie. Und er nippt so von seinem Tee. Hi. Ich trinke mit einem Schluck die ganze Tasse aus. Also der Geschmack ist ein sehr, sehr starker Kräutergeschmack. Nicht wirklich süß, mehr so bitter. Es hat definitiv mehr so ein bisschen Geschmack von Medizin, aber es hat so, tut so eine wohltuende Wärme im Körper. Ihr könnt kaum noch die, die Kälte des Berges spüren. Ah, eine wohltuende Wärme also. Nein. Oh. Ja, komm, gönn mir. Ich will das... Bitte. Okay. Ja, ich saufe es. Okay, du gehst. Ja, du darfst das trinken. Das würde ich dir erlauben. Okay, gut. Ich trinke es. Oder stirbst du? Nein, okay. Und dann, wie bereits gesagt, er schreitet so raus und erwartet so ein bisschen, dass ihr ihm folgt. Ja, folgen wir. Ja, folgen wir ihn. Die Stadt liegt dort unten. Sie haben 3 Tage Zeit. Ich werde für sie nicht beten, er betet nicht. Ich werde sie in meine Gedanken einschließen. Okay. Alright, then. Dann begeben wir uns auf den Weg nach unten. Ja. Oh. Ihr schreitet wieder den Berg runter. Den will ich noch ganz kurz so ein bisschen Selbstgespräche führen. Darfst du gerne mein machen. Mein Leben macht keinen Sinn mehr, ich bin depressiv. Ich will nicht mehr. Eher sowas wie, langsam habe ich satt. Langsam habe ich satt, die Fußmatte von jedem zu. Oh Gott. Also, du kannst gerne weiterhin Selbstgespräche führen. Ihr schreitet hingegen den Berg runter. Ihr wisst ja, den Berg runterzusteigen ist meistens noch anstrengender, als ihn hochzusteigen, weswegen ihr schon ziemlich erschöpft unten ankommt. Uff. Ihr kommt in der Stadt Segmentum an. Segmentum ist eine sehr einzigartige Stadt, wie ihr sie noch nicht wirklich gesehen habt. Im Sinne von, dass man wirklich eine deutliche Teilung in der Stadt merken kann. Wir haben das Stadtzentrum, also es ist eine ziemlich große Stadt, möchte ich hierbei nochmal anmerken. Wir haben das Stadtzentrum, in der auch ein Markt ist, welchen beide Seiten quasi verwenden. Die rechte Seite der Stadt ist wirklich in so einem zu der Zeit modernen Bau. Große Holzhäuser, Wirtshäuser, die aus Holz bestehen, größtenteils manchmal vielleicht sogar Metallbauten da drin sind, schöne Fenster, teilweise sogar verzierte Fenster, mit diversen Läden. Auf der linken Seite hingegen mehr eine Art ureinwohnerischen Baustil. Große Zelte. Nein, komm schon. Das ist nicht so. Mehr wirklich so große Zelte, die halt vielleicht auch eher so zu... Zelte, die vielleicht auch eher so zu Gebäuden umgebaut wurden.
Inmitten der beiden steht so ein neutrales Haus, welches halt wirklich den nocturnischen Baustil embrace mit schwarzem Holz und sonstiges. Ihr seht, wie dort auf beiden Seiten auch die Leute anders aussehen. Auf der linken Seite sind das halt wirklich mehr so Orks und auch teilweise Dunkelelfen, die halt so lumpige, meistens selbstgemachte Kleidung tragen, so aus Leder, was von Vieh geschlachtet wurde. Auf der rechten Seite tragen die Leute mehr so typische Handelsanzüge, sind so wirklich ein bisschen hochrangiger. Tragen sie auch so. Sind auch größtenteils Menschen und teilweise siehst du da auch ein paar Goblins so rumlaufen. Hm. Wo ist Martin und seine ganze Familie? Das ist gerade nicht hier. Die sind bei den Wikingern. Sie sind bei den Wikingern. Also, Nocturne schaut sich um. Das ist wirklich, wie Fasopel gesagt hat. Ich würde sagen, wir wenden uns zum ersten Mal an den Bürgermeister und danach würde ich Ihnen Ihre Aufgabe überlassen. Verstanden. Das Bürgermeisterhaus scheint dies da vorne zu sein. Ich und Kasimir werden so lange die Gegend ein bisschen erforschen, gucken, ob wir vielleicht verfolgt wurden oder dergleichen. Mhm. Vielleicht auch schon mal ein bisschen die Bewaffnungen der hier anwesenden Streitkräfte begutachten. Nicht, dass sollte es hier zu einem Krieg kommen, wir wissen, wie wir vorbereitet sind. Okay. Sehr wohl. Sie machen sich so auf den Weg und ihr könnt jetzt halt zum Bürgermeisterhaus vorschreiten. Ich gehe zum Bürgermeisterhaus. Kommt Diana mit? Ja, ich gehe mit Azari mit der Fußmatte. Also, ihr betretet das Bürgermeisterhaus, ihr braucht da nicht wirklich anzuklopfen. Die Tür steht größtenteils offen. Die Türen stehen praktisch drin. Ja, es ist wie gesagt, so ein sehr großes Haus. Man merkt, dass der Bürgermeister drin arbeitet und auch lebt. Der obere Teil des Hauses ist mehr dafür gedacht, dass er dort lebt. Der untere Teil ist halt wirklich mehr so für seinen Arbeitsplatz gedacht. Inmitten des Raumes steht halt so ein großer Schreibtisch, welcher zu der Tür gewandt ist. Und der Bürgermeister sitzt dahinter. Ein Mensch mit sehr, sehr bleicher Haut, dunklen Haaren. Und wie es scheint, ein prothesischen Auge, welches so grün schimmert. Er schreibt gerade mit Feder irgendwas auf ein Pergament und rezitiert das, was er sagt, so ein bisschen leise. Ist so: Durch die im momentigen Ereignisse können wir den Handel nicht weiter aufnehmen. Nein, so kann ich das nicht sagen. Das erscheint ein bisschen zu schlampig. Er schaut so zu euch hoch. Herrschaften, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Er ist aber auch ein bisschen verwirrt dadurch, dass er halt quasi, man erkennt euch ja an quasi, dass ihr nicht aus diesem Reich kommt. Also ist ein bisschen verwirrt. Also, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Seien Sie gegrüßt, wir wurden gesandt von dem Mensch. Nee. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich hab's auch mal. Seien Sie gegrüßt, wir wurden gesandt von dem Mönch. Es könnte sein, dass hier in ein paar Tagen etwas Großes passieren wird. Wir wurden vom ersten Kurator auch höchstpersönlich herbeordert. Vom ersten Kurator und vom Mönch. Ah, okay. Dann kann ich mir schon gut denken, warum Sie hier sind. Könnte ich vielleicht einen Namen haben oder dergleichen? Hat sich Ihre Gruppe irgendeinen Namen gegeben, mit dem ich sie... Roter Terror 5. Nummer 5. Ah, so wie der Rote Terror 4. Ja, die kannte... Oh. wir kannten sie nicht. Ja, das wundert mich nicht. Der Drache hat ihn ziemlich zugesetzt. Ja, und den haben wir getötet. Besiegt. Entschuldigen Sie. Nein, den Drachen habt ihr nicht umgebracht. Ihr habt einen anderen Drachen umgebracht. Also, es gibt mehrere. Ja, wir haben einen Drachen besiegt. War ganz angenehm. Wir haben einen guten Freund verloren. Ziemlich scheiße. Okay. Er fühlt sich die Fußmatte. Die Schwächeren fallen, wie die Stärkeren bleiben. So ist das nun halt mal. Aber nun denn, lassen Sie mich Ihnen zeigen, warum Sie wahrscheinlich hergekommen sind. Er schreitet so gerade aus der Tür raus, geht so ein bisschen auf den Marktplatz und er deutet auf so eine Art obeliskes Monument, welches so ein bisschen aus der Erde rausguckt, vielleicht so auf Kniehöhe. Das ist so ein Monument, welches aus so sehr schwarzen Marmor mit so ein paar Eingravierungen in irgendeiner Sprache, die ihr noch nie in eurem Leben gesehen habt. Und was scheint wie so geschlossene Augen, die oben auf der Spitze sitzen. So. Dieses Ding hier ist vor ein paar Tagen aufgetaucht. Am Anfang war nur die Spitze hier, ja? Wir haben es versucht auszugraben, hat nicht ganz funktioniert, haben uns auch nicht weiter mit beschäftigt, dachten, das wäre einfach nur so ein komischer Stein. Es ist weiter rausgewachsen. Wir verstehen nicht ganz warum, wir wissen nicht ganz, was es ist. Außerdem berichten einige der Bewohner, dass sie nun Albträume bekommen haben von irgendwelchen komischen Wesen, die sie heimsuchen oder was auch immer. Das Ding stört die Leute und wir wissen nicht ganz, was es ist.
Okay. Die Faris sind der Meinung, dass wir irgendwelche Blutgötter oder dergleichen verärgert hätten und das unsere Strafe ist. Die Xenin wollen natürlich so viel Profit wie möglich daraus schlagen. Ich persönlich, als natürlich ein Mann der Nocturner Schule, kann mir denken, was das sein soll. Das erscheint mir ziemlich nämlich nach verdammten Beschwörungsritualen. Sie wissen schon, diese Dinger, mit denen man Dinger in diese Welt holt, die hier definitiv nicht hergehören. Ohne ja. rassistisch zu wirken, natürlich. Ja, verstanden. Und ich bin ehrlich mit Ihnen, ich meine, hier im Reich der Finsternis habe ich quasi schon mit meinem Leben abgeschlossen. Wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich eben. Mhm. Aber so möchte ich nicht sterben. Das ist unfair. Das, da kann ich nicht die Kriegerehre aufbewahren. Sie, aber Sie verstehen, muss ich es jetzt sehen. Ja. Wenn Sie hier also hergeschickt wurden vom ersten Kurator und von dem Mönch dort oben auf den Bergen, wäre meine Bitte an Sie, dass Sie herausfinden, was das ist. Wissen Sie, die Familienoberhäupter, wenn ich Ihnen das im Vertrauen sagen kann, sie reden nicht so gerne mit mir. Klar, ich hüte hier den Frieden, aber sie bleiben alle bei sich und solange das so bleibt, sind auch alle glücklich. Aber hierfür scheinlich muss ich mit ihnen in den verschissenen Kontakt treten. Dafür weigern sie sich aber. Aber sie sind neues Fleisch. Wenn sie Fleisch! Wenn sie ein bisschen, wie soll ich sagen, überreden, vielleicht ein bisschen dazu führen, dass sie mit ihnen Konversation finden können, vielleicht können sie ihnen ein paar Informationen rauslocken. Und vielleicht können wir dann herausfinden, wer dieses Ritual vollführt und wie wir es stoppen können. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, bis das Ritual Effekt trägt, aber nicht mehr lange. Sollten Sie natürlich während Ihres Aufenthaltes hier, sollte es Ihnen natürlich um nichts schaden, den Aufenthalt in einer Taverne und Nahrung und dergleichen werde ich Ihnen selbstverständlich bezahlen. Gab es irgendwelche Sichtungen von sonstigen Magiern, Schwarzmagiern oder was auch immer hier in letzter Zeit? Ich denke, hier sind alle Schwarzmagier. Ja, also es wäre eher verwirrend, hätten wir keine Schwarzmagier gesehen. Das hätte mich auch sehr verwirrt. Haben Sie eine Sichtung von Ritualzyklen gesehen? Oh, natürlich. Neben den riesigen Todesdrachen, den Gott, der mir erschienen ist, und meiner Großmutter. Und weil ich die gesehen habe, habe ich sie direkt gestoppt und habe sie... Wissen Sie, hätte ich das gesehen, denken Sie nicht, dass ich selbst schon Aktionen genommen habe? Wir wissen nichts. Und das ist das Problem. Ich möchte etwas wissen. Darum möchte ich Sie beauftragen. Okay. Ich empfehle Ihnen, mit den Familienoberhäupten zu reden. Einmal Lexus von Xenin, das Familienoberhaupt der Xenin-Familie, und Sumel Fari, die Familienoberhäuptin der Fari-Familie. Vielleicht können Sie ein paar Informationen aus denen herholen. Lexus ist echt eine sehr schwule Automarke. Okay. Wir werden unser Bestes geben. Wahrscheinlich. Das will ich auch mal hoffen. Ach. Und Ansprüche stellen. Ja, sie werden ja wohl auch bezahlt für das, was sie hier machen, oder? Stimmt! Ja. Er ist ein bisschen salty. Ignorieren Sie das. Ja, keine Sorge, in Nocturna sind wir das gewohnt. Er ist das immer ignorieren. So. Nun denn. Wie gesagt, in der, sie werden selbstverständlich in der Taverne zwei Völker ihren Aufenthalt von mir bezahlt bekommen. Nennen Sie einfach meinen Namen, die wissen Routine. Wir haben hier selbstverständlich in der Stadt auch Waffenläden, Magierläden, Allgemeinwarenläden. Daran soll es Ihnen nichts schulden. Okay. Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen, aber bitte. Die Welt wird untergehen, glaube ich, vielleicht. Ah, der Obus. Ja. Und das ist jetzt der Obelisk, der steht. Genau, also der steht nicht wirklich. Warte mal. Kleiner Fuß. Mir fällt jetzt auf, was das ist. Also du hättest ihn wenigstens bis zum Kopf einhaben können, weil er geht nur... Das war richtig Meta gerade, das habe ich nicht... Alter, Obelisk der Peiniger, Alter. Also er ist nicht Obelisk der Peiniger. Das wäre ein bisschen sehr weird. Und selbst wenn, würde er nur bis zum Kopf eingegraben sein, weil die nur Knie hochgehen. Okay. Also ja. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, das ist jetzt euer Auftrag, eben herauszufinden. Das wird auch ein längerer Auftrag werden. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr damit schon anfangen wollt oder ob wir damit beim nächsten Mal weitermachen wollt. Ich würde sagen, nächstes Mal weiter. Ja, nächstes Mal. Okay. Haben wir heute auch viel geschafft. Dann würde ich sagen, beenden wir hier. Also dann, Leute. Die heutige Session. Wir verabschieden uns mal wieder. Also dann!
Ciao. Bis dann. Ich denke nur dran, mir Geld zu geben.